Herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Ja, genau. Heute angefangen wieder mit, man hört es vielleicht im Hintergrund, Binding of Isaac. Und dann danach gucken wir mal weiter. Gucken wir über. Ich weiß, das letzte Mal, das war ja Silvester. Haben wir tatsächlich irgendwas mit Lazarus geschafft? Oder mit Eden? Auf jeden Fall, wir haben irgendwas geschafft. Ja, ich bin ein durch Up-to-Date. Empty Vessel, sehe ich nur immer in den Errungenschaften, dass wir das freigeschaltet haben. Und dass wir auch dringend mal was mit Lilith machen müssen. Habe ich auch mehrmals probiert, habe es aber leider irgendwie nicht wirklich hinbekommen. Lilith ist aber auch ein Charakter für sich. Ich sehe jetzt schon, dass es ein... Dass es bestimmt noch länger dauern wird, aber... Was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Daher, ja. Kriege ich es einfach mal an. Genau. Burning Basement. Wir fangen wieder ein bisschen heute an mit Binding of Isaac und danach switchen. Oh, fuck. Dann switchen wir irgendwie das Spiel noch. Ich dachte, ich könnte hier so locker drumherum laufen. Sollte ich mir vorher mal genauer umschauen. Ja, dann gucken wir mal, was wir heute noch so zocken. Hallo? Komisches Bewegungsmuster hat er. Nee, mit Lilith brauche ich schon einen guten Anfang. Da reicht nicht irgendwie so eine komische Furzbombe da, ohne die mich dann, die Gegner ein bisschen zurückhaut. Vor allem so ein Leertasten-Item kann ich im, ja, als Lilith nicht verwerten, weil ich da meistens andere Items für, ja, ein anderes Item drauf habe auf der Leertaste, das nicht einfach so switchen kann, wo ich jetzt vielleicht möchte, aber ja, nicht machbar, beziehungsweise nicht, solange ich nicht irgendwie eine richtig starke Item-Kombo habe, wenn ich plötzlich 1000 Damage mache. So, das ist schon mal der falsche Weg, um an das Item, um an den Itemraum ranzukommen. Okay, so geht's auch. Ich habe mich eh die ganze Zeit nur verarscht. So, Pin. Nochmal mit ein paar von denen. Oder einen. Oh, das Tier ist ab und zwei blaue Herzen. Ja. Kann ich mit leben. Ich gucke jetzt aber noch mal kurz zurück. Weil der Itemraum wäre schon sinnvoll. Ich habe Curse of the Maze, glaube ich. Wundere mich gerade ein bisschen, dass ich noch nicht den Effekt getriggert habe, obwohl ich gerade noch mal einmal ganz zurückgehe. Eigentlich dafür schon, also ist eigentlich schon was Normales, dass wenn man auf dem Rückweg ist und irgendwas irgendwie einen bestimmten Raum sucht, dass man dann immer Curse of the Maze abbekommt, also den Vector bekommt. Golden Touch. Ach Gott. Ja, ich nehme es mit. Beziehungsweise ich habe es ja schon dabei, aber eigentlich würde ich fast schon sagen, wir rerollen, aber restarten haben wir jetzt, haben wir den Boss schon erledigt. Haben schon Tiers abbekommen, dadurch auch indirekten Damage ab. Gucken mal, ob wir da ein bisschen weiter kommen. Oh, eine Pille.
Eine Health-Up-Pille. Joa. Klingt in erster Linie nicht so schlecht, wenn ich. Weil ich jetzt wieder an gute Devil-Deals denke. Eine Pille dann natürlich nicht. Eine Pille, sondern. So viel blaue. Rote Herzen natürlich dann auch nicht schlecht ist. Das Ding soll kaputt gehen. Mal gucken, dass ich auch schneller werde. Also von der Bewegungsspeed her. Und da haben wir noch das fehlende Herz, was und Full Life fehlt. Sehr schön. Da habe ich den. Ich gleich mal mein Item. Da ist auch der Itemraum. Das kann ich noch nicht gebrauchen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob es eine Klo-Verwandlung gibt. Ja, aber das sind Arena. Glaube ich nicht. Naja. Gut, wieder ein goldener Raum. Arsch. Ich möchte nichts sagen, wenn ich gerade hier Scheiße bekämpfe. Gut, aber es kann ja auch ohne diese guten Items irgendwie, ja, kann auch ohne diese Items zum Erfolg kommen. Ich suche jetzt mal extra noch einen Raum, damit ich gleich für den Bossraum noch ein mein Leertasten-Item ready habe. Ich habe schon wieder Cursor of the Maze. Ja, diesmal hat er sich aber nochmal gezeigt. Ich wurde jetzt einmal getroffen. Überlege, ob ich das Herz da oben mitnehme. Und die ganz wichtige Münze hier. So, Magician hätte ich auch Teil. Ich weiß gar nicht, ob sich das auch auswirkt auf meine. Wow, 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 wow. Ah ja, Golden Touch. Very. Sind ein Teil davon auch dann davon betroffen. Das gibt Evil Range Shot Speed up. Hi Paddy. Das verdoppelt die Items, die am Ende des Raums, glaube ich. Da. Raus, ja, Spawn pro Raum. Wenn ich mich nicht irre. Du hast doch letztes Mal nachgeschaut. Weil letztes Mal ist es besser. Das ist schon so lange her. Ach so, nee, das ist der andere Effekt gewesen. Ups. Da habe ich die beiden Seiten verwechselt. Egal. Das bringt mir. Wenn ich nur ein halbes blaues Herz hätte, ein halbes Herz, wenn ich dann getroffen werde auf so ein Herz, dann würde der ganze Raum Damage bekommen. Brauche ich nicht unbedingt. Hätte ich mir also kurz gesagt sparen können. Oh, das war ein goldener Scheißhaufen. Eine XXL-Ebene, Curse of the Labyrinth. Heißt, zwei Bosse am Ende der Stage. Und zwei Itemräume hier zu finden. Kurz gesagt, wenn man hier einmal den Devil Deal verkackt, hat man ihn eigentlich. Die Chance auf den Devil Deal, dann hat man die einfach gleich zwei Devil Deal zu hauen. So, oh, ich hasse. Das sind so die Gegner, die ich wirklich hasse, mit Lilith zu bekämpfen, weil die. Ja, man da immer so. Positionieren muss. Ich opfer tatsächlich ein Herz. In der Hoffnung, das bringt mir hier irgendwas. Ein Herz für ein Herz. Naja. Mensch.
Ihr lauft vor allem weg. Ihr seid nämlich... Oh, ich wollte gerade sagen. Ihr seid Champion-Version. Ihr macht ein Damage, wenn ihr euch auflöst und jemanden trefft. So war das nicht gemeint. Oh, die zwei Eisenwolle sind nebeneinander. Beziehungsweise an einem Raum. Oh, und da oben sind noch ein paar. Die Bibel. Nicht die Bibel. Book of Revelations. Ja, und ein Quarter. Wenn ich bis jetzt schon ein Damage Update Upgrade bekommen hätte, hätte ich tatsächlich überlegt, das Book of Revelation mitzunehmen, was einem Aufladung, also alle sechs Räume, ein blaues Herz gewährt. Und wenn man das benutzt, jetzt kann ich also schon raten, welche Gegner ich als nächstes bekomme. Wenn man es benutzt, ja, ruft man sozusagen die die apokalyptischen Reiter hervor. Heißt, das werden meine nächsten Bosse sein. Aber mal abgesehen davon. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich mich irgendwie jetzt schon stark genug fühle, dass ich auf das Item, was Lilith von Anfang an trägt. Auf den Bescheid, dass Lilith von Anfang an hat, dass ich mich davon trennen würde. Die Kombination wäre richtig geil, weil wenn ich das Item los, also wenn ich beide Items zusammen hätte, dann hätte ich einerseits die Sache, dass ich ja alle sechs Räume mein Book of Revelations ready hätte. Dann bekomme ich ja immer die Reiter als Gegner. Die Reiter lassen immer ein irgendwie ein Cube of Meat oder Ball of Ball of Bandages zurück. Heißt, man hätte immer noch irgendwie so ein wie nennt man das nochmal, so ein auf jeden Fall nochmal so ein Abwehrgegenstand, den man auch verdoppeln könnte mit dem Item von Lilith. Aber leider das Item, es gibt ein Item, was was lehrt, dass ein Item zusammenschmelzt. Tatsächlich. Das haben wir noch nicht. Ich glaube aber, dass. Also, was ist, glaube ich. Ich meine, dass das setzt man auch sehr schwer zusammen. Also, das schaltet man sehr schwer frei, weil man den Charakter dazu. Ja. Sehr schwer freischaltet. Aber das wäre schon passend, auf jeden Fall. Kann ich gerade nicht drei Sachen auf einmal. Mal wieder nicht. Aber das wäre eigentlich schon richtig nice. Aber das kommt nach und nach. Oh ja. Golden Touch. Ein Golden Touch, so viel Gold? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Ein Stone. Ja, toll. So, jetzt hatte ich die Schnauze voll, weil ich von dem schon wieder getroffen wurde. So. Wo muss der Boss sein? Natürlich der einzige Weg, den ich nicht am Anfang angenommen habe, und da müsste eigentlich auch der Shop in der Richtung liegen.
Weil ich so häufig getroffen wurde, habe ich ein weiteren Begleiter bekommen. Und das ist das Turret Baby, wenn ich mich nicht irre. Was nur immer nur dann schießt, wenn Gegner in der Nähe sind. Aber gerade mit Lilith will man eigentlich ja nicht in Nahkampf, aber gut. Echt einer meiner Hasscharaktere. Kann ich nicht viel was anderes gegen sagen. Natürlich. Ich will mir die ganze Ebene nicht angucken. Aber das Spiel verdonnert mich gerade dazu, einfach sämtliche Sachen hier zu sehen. Hier ist der. Ja, nice. Wie habe ich denn das noch getroffen? Das ist auch an die Wand gegangen und ich war hier. Jetzt schon kein Bock mehr. Vor allem muss ich mich entscheiden, für welchen Boss ich das Item einsetze. Für den ersten oder für den zweiten. Gucken. Hier muss irgendwo ein Shop drin sein, bitte. Da ist ein Shop. Da lasse ich mich nochmal treffen. Das sieht gar nicht gut aus. Aus Herz. Mehr Raum für Trinkets. Pandoras Box. Mir ein Range, den Tears Up Item. Joa. Kerze würde mich von sämtlichen Flüchen befreien. Was ist das hier? Duft Diamonds? Oh, Joker. Ja, Risiko. Werde ich bestimmt noch bereuen. So, erstmal hier. Noch ein blaues Herz, eine Pille. Also eine Pille, die mich größer macht. Okay. Aber wir haben. Genau. Ich hab's aber mit Lilith und Little Brimstone und. Ach, Brimstone Baby. Ja, gut. Auf einen der Reiter, das war zu erwarten, dass wir den im ersten Raum treffen. Hat er sich gerade selbst im Kopf gesprengt? Ja gut, mit dem Baby machen wir jetzt immerhin ein wenig, also mit dem Brimstone Baby, ein bisschen Damage. Immerhin, und das ist jetzt auch nicht so der große Gegner. Jetzt müssen meine ganzen Babys nochmal versuchen zu treffen. Ein HP ab. Wieso bekomme ich denn um Himmels Willen mit Lilith kein Damage ab? Es ist echt. Ja. Bescheuert. Mal habe ich mich von oben noch treffen lassen. Na, nice. Bringen die blauen Herzen hier in der Hoffnung, die blauen Lichter in der Hoffnung für ein blaues Herz. Was habe ich denn da von Twitch angezeigt bekommen? Okay. Ich habe ein Achievement freigeschaltet.
Läuft wie ein Uhrwerk. Streame innerhalb von 30 Tagen an 25 verschiedenen Tagen. Okay. Innerhalb von 30 Tagen an 25 verschiedenen Tagen. Heißt, ich darf bis einen Monat regelmäßig streamen. Und da darf davon nur 5 Tage Pause machen. Au. The Devil, ja, ist besser als Magician. Ach ja, ich muss mit dem Little über dem Brimstone Baby ein bisschen arbeiten. Es ist natürlich in letzter Stelle. Ist ein bisschen nervig da, sich immer das immer einzuplanen. Au, fuck. Ja, ich schmeiß mir doch noch. Schmeißt mir doch noch mehr mehrere Leertasten-Items in den Weg, in den Run. Meine Fresse. Also. Das ist echt deprimierend. Ich hätte nur mal gern ein One-Up, irgendwas, was meine Kraft erhöhen würde, mein Damage erhöhen würde, aber nein. Alles, was ich hier kriege, ist immer den gleichen Scheiß. Irgendein Leertasten-Item, was nicht schlecht ist. Die Karte, die ich da hatte, oder das Leertasten-Item gerade, das hätte mir pro 6 Aufladungen ein weißes Herz gegeben. Und 2 weiße Herzen geben mir ein rotes Herz. Oder wenn ich mit den 2 weiten Herzen in die nächste Ebene gehe, dann bekomme ich auch ein rotes Herz, wenn ich ein halbes Herz habe. Aber also das kann man gut nehmen, wenn man durchgehend auf Devil Deeds gehen möchte. Oder wenn man versucht, Maggie freizuschalten, aber das haben wir ja schon. Jetzt brauche ich noch als Trinket das Duct Tape. Oh nee. Nein, 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 nicht du. Schnell auf. Geht er nach oben? Darf ich noch zu weit nach oben gehen? Ah gut, weil, weil ich ja so versetzt schießen muss, kriegt er halt. Versetzt auf die Fresse. Bitte nicht Krampus? Na, danke. Ich hätte tatsächlich. Ah, scheiße! Ich hätte die Prayer Card, die mit dem halben weißen Herzen. Noch mit den übrigen Batterien, die da auf benutzen können, dann hätte ich noch ein weißes Herz oder zwei weiße Herzen, noch 2 weiße Herzen insgesamt rausbekommen. Bitte. Hier muss man langsam ran vorbei, am besten nicht getroffen werden. Das ist der übelste Pro-Tipp. Lass dich am besten nicht treffen. Und gerade konnte ich mich durch die Devil-Karte endlich mal stärker fühlen. Das wird sich aber auch so schnell nicht, einmal nicht nochmal verändern. Weil hier nochmal so der Fall sein. Lavas oder Tourphase sind aber die Scheißkarten. Bin ich auch ein bisschen toxic, aber ich bekomme hier echt mit Lilith gestern schon, das letzte Mal schon in 2 Versuchen nichts Vernünftiges bekommen, jetzt schon wieder nicht. Da oben drin. Eine goldene Truhe. Dann. Nice. Ist natürlich gerade ein bisschen blöd. Oh. Ah, ich hätte jetzt die Guppy. Oh, das wäre interessant gewesen, wenn die Guppy-Form sich auf Lilith ausgewirkt hätte.
glaube nämlich gar nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß nicht, ob der Begleiter die Fliegen von Guppy spawnen lassen würde. Ich mache einfach einen Mobbingkreis mit meinen ganzen Begleitern gerade um ihn herum. Zwei Brimstone-Babys sind natürlich auch nice. Aber wie gesagt, Duct Tape wäre es ganz nice, weil dann könnte ich die alle. Könnte ich mich einmal so hinstellen, dass alle meine Begleiter an einer Stelle sind. Damit halt sowas hier nicht passiert. Kurz gesagt. Vor allem, das würde ich mal gerne wissen, warum. Der Begleiter, der schießt, ist an letzter Stelle plötzlich. Naja. Hier für ein Bossgegner. Weiß ich immer noch nicht, was ich von, dass ich bei diesem Symbol halten soll. Er hält auf jeden Fall extra viel aus. Ach, und hat dann den Death-Effekt auf dich drauf, sozusagen. Hätte ich natürlich jetzt 9 Leben genommen, hätte ich einerseits viel weniger Herzen gehabt, aber dann hätte ich schon meine Guppy-Form gehabt. Aber wie gesagt, ich glaube, da war es zumindest mal früher so der Fall, dass das Guppy und Lilith sich nicht getragen haben, sozusagen. Aber kann natürlich auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Hoffe ich. Fire Rate up. Jetzt bin ich noch schwächer. Aber habe eine hohe Feuerrate. Ja gut. Wir kommen der Sache minimals näher, ein bisschen stärker zu werden. Ich meine, jetzt würde jedes Damage up spürbar sein. Aber jetzt nochmal eins zu bekommen ist natürlich auch nicht so einfach. Du auf Spades. Dich spreng ich noch mal. Gibt's zwei Spinnen. Und der ist auch weg. Boss Rush ist auch schon mal weg. Ach, auch euch ekelhaften. Warum krieg ich denn jetzt schon Double Monstro? Ich habe doch hier eine ganz normale Ebene. Double Monstro erwarte ich in der Kathedrale oder im Dark Room. Aber nicht hier. Oder in der Chest. Oh, die kennen wir noch gar nicht. Aber irgendwo da erwarte ich. Warte, ich Double Monster noch nicht hier. Also wir machen nicht viel Damage, aber kontinuierlich Damage durch den Pilz. Moment, ich muss gleich mit Dark Bump erst einmal noch das rote Herz von da unten abholen. Erst einmal, was haben wir hier? Hermit? Nee. Double Hermit. Wurf Hearts. Nehme ich mal trotzdem mal mit. Dark Bump. Boah, muss ich dich jetzt einmal zu den Einzelnen führen? Gib mir bitte was Sinnvolles. Ah, danke.
Ich meine, er kann auch Trollbomben spawnen und Spinnen. Zwar nur kleine Spinnen, aber deswegen habe ich nur habe ich ihm noch mal gesagt, er soll mir bitte was Sinnvolles geben. Scheinbar hat er gehört. Wow! Brimstone. Ich will auch so ein Brimstone, bitte. Double Brimstone mit Lilith. Also wenn ich dann das Item ansetze, wäre richtig nice. Verdammt. Schüsse. Ja. Ach du Schande. Übrigens, ich habe Guppys Hairtail. Hairtail, glaube ich. Hairball. Guppys Hairball. Dabei ist es dieser komische Ball, der um mich herum so hin und her fliegt, dieser braune. Der macht Damage, wenn er jemanden berührt und kann Projektile abfangen und wird immer so größer und macht umso mehr Damage, umso häufiger. Also, größer er wird, umso mehr Damage macht. Immer wenn er Gegner trifft, wird er, glaube ich, ein bisschen größer. Haben wir jetzt schon Mom? Die blaue Mom, was macht die denn nochmal? Eigentlich macht die nicht das, was sie gerade macht. Oh, sie ist golden. Das ist nicht so einfach zu erkennen. Bei den ganzen Schatten meiner meiner Begleiter, wann der Schatten von Mom jetzt runterkommt. Zertreten zu wollen. Da haben wir das noch rausbekommen. Das negativ. Keine Ahnung, wie man das positiv. Wie heißt das? Wenn man das Polaroid. Genau, das Gegenstück davon rausbekommen. Ich werde aber, wie es aussieht, schon wieder nichts im One ziehen können. Nämlich ich wette, dass wir nicht überleben können mit. Ja. So wie es gerade aussieht. Full Health bringt mir da leider auch nichts. Ja, schon dieser Raum könnte mich töten. Für eine Pille? Infested. Boah, gut. Ich habe gerade eine Bombe gelegt. Ich denke mal, ich drücke mal auf die falsche Taste, um auf die App zu gucken. Dann habe ich mich damals schon nicht zurechtgefunden, als ich das Spiel wieder nach langer Zeit wieder gespielt habe. Und manchmal zwischendurch falle ich wieder das alte Muster zurück. Book of Secrets macht irgendeinen macht einen zufälligen Bucheffekt. Was für eine Transformation. Scheiße, ich habe es natürlich nicht geachtet. Was für eine Transformation habe ich denn jetzt bekommen? War das die Buchwurm-Transformation oder war das die. Soll ich die. So viele Bücher habe ich heute. Gerade die. Ja, ein Book of Revelation haben wir. Wir haben. Book of Belial liegt da und Book of. Jetzt. Öffnen insgesamt tatsächlich drei Bücher, aber die Bücherwurm. Verwandlung.
Bringt ihr mir noch mal manchmal, glaube ich, einen Double-Schuss. So, ob das jetzt wiederum synergiert mit dass so gut synergieren wird mit der mit Lilith. Das weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht, aber war gerade gesehen, dafür, dass wir so eine hohe Schussrate haben, ist er natürlich auch ganz schön häufig. Also hat man häufig den Double, also die Bücherwurm-Transformation bedeutet eigentlich nur, dass man Chance hat, einmal den so zu schießen, dann hätte man den, das Item 2020. Item 2020 heißt, dass man da Doppelschüsse einfach macht. Okay, jetzt hier die Übersicht zu behalten, ist ja mal richtig nervig. Vor allem, weil man auf so vielen Seiten hier diese laserschießenden Muschis hat. Ah, da oben ist noch eine rosa Muschi. Lass dich doch einfach töten. Ah, fuck. Da dachte ich, ich könnte dem locker entgegenwirken, dem der Gravitation. So, ein Pin ist erledigt. Komm schon. Ist irgendwo ein rotes Herz? Natürlich nicht. Okay, jetzt wird's brenzlig. fuck. Oh, wir haben noch Incubus oder so bekommen. Immer, der macht Damage in seinem, der so einen sehr schwachen Kreis um sich herum. Den Kreis, da macht er Damage und unser Damage wird stärker, wenn wir im Kreis drin stehen. Gehen wir einmal ein bisschen hier spenden. Das ist nicht das, was ich eigentlich haben möchte. Haglas zerstört einmal den ganzen Raum. Das kann ich anstelle der Bombe benutzen. Und immer wenn ich jetzt getroffen werde, bekomme ich irgendwelche Pickups. Warum leuchtet das da so? Die gehen hier auseinander. Ach, die leuchten, weil dieser eine Typ auf ihn drauf ist. Und der hat hier wieder so ein Feld um sich herum. Oh, bitte ein blaues Herz. Ach, danke. Der Dark Bomb ist mein einziger einzige Chance, dass hier noch irgendwie zu. Oh Gott. Okay. Double. Irgendeine Todsünde. Oh Gott. Von Pilz. Noch ein blaues Herz, warum ich das noch immer bekommen habe. Durch das durch dieses eine Item, das ich jetzt aufgehoben habe, ich könnte gucken, was hier drin ist. Da ich jetzt nicht in Zeitnot bin, gehe ich noch mal hier zurück, hol mir die Permit-Karte und gehe dann mit in den Challenge-Raum. Ich werde die Challenge nicht spielen.
Da fühle ich mich nicht mal ansatzweise stark genug. Bin ich wieder hier? Hier irgendwo ein Kreuz drauf? Nee. Das eins, was mich größer macht, natürlich. Ich möchte auch größer werden. Achso, ich muss nach oben. Ah, fuck. Luck up. Okay. Könnte mir bestimmt noch behilflich sein, irgendwie. Hier kann ich jetzt überlegen. Springe ich alles? Ja, dann geht ja auch der Typ hier kaputt. Oder? Ja, genau. Weil da so ein Bombenstein in der Nähe war. Das spart mir natürlich eine Bombe, um ihn in die Luft zu sprengen. Geht es hier zum Boss? Bitte. Bitte lass es sein. Das ist ein super Geheimraum. Das wäre geil, wenn es ein Raum voller Herzen ist. Es ist ein Raum voller Herzen. Okay. Muss noch ein bisschen aufpassen. Ah, ich glaube, in dem Raum kann er dann nur Herzen droppen lassen. Nice. Das war Nummer 4. Hätte das gezählt, wenn er die ganze Zeit... Ah ne, er hat ja auch... Egal. Er hat gerade einen ganz komischen Gedanken, aber lassen wir das. So habe ich wenigstens ein paar... Ein bisschen was an Verteidigung. Ein bisschen was an Herzen. Kann... So ein doch sehr, sehr schlechten Damage. Wieder. Wieder wettmachen kann. Gegen Death. Okay. Natürlich ein bisschen anstrengend jetzt auf seine ganzen, auf die, auch noch auf die, auf seine Sensen zu achten, nachdem wir hier 1000 Begleiter jetzt plötzlich haben. Aber wir haben ihn locker. Ich erstmal noch den meinen Dings aufgewertet. Devil, die ihrer Krampus. Okay. Er hat sich aber ganz schön spät dafür entschieden, dass dann, dass sein Brimstone mich sich dreht. Au. Uah, komm schon. Ja, der macht mich gerade. Kohle, ja. Okay, irgendwie leben wir noch. Ich meine, dass wir hiermit eventuell nicht Satan erledigen, das... Okay, damit kann ich klarkommen. Wäre nur nice, wenn wir Mums Heart irgendwie hier mit der Item-Kombination erledigen. Ich sieht man seltener ein Bettler für Bomben. Na, gibst du mir da drauf schon? Nee. Da. nee, wir haben keine Ahnung, wo es lang geht. Warum auch? Ein...
Challenge-Raum, den wir nicht benutzen können, weil das gerade schlecht aussieht, die Bomben, die Truhen aufzumachen ohne Bomben, die ich gerade irgendwie verbraucht habe. Was auch die, warum? Kann mal ein bisschen mein Aussehen ändern. Warum auch immer. Da sieht man meine Tasche viel besser. Dass ich immer noch so lange hier abhängig bin von dem von Lilith ihr Leertasten-Item, was die Begleiter verdoppelt, hätte ich nicht erwartet oder nicht gedacht. Hätte gehofft, dass ich irgendwann wieder so stark werde, dass ich das ablegen kann und anderes Leertasten-Item mitnehmen kann. Aber ich bin eher noch schwächer geworden. Am Anfang hatte ich 3,5, jetzt 2,5 Damage. Dafür bin ich ein bisschen. Habe ich natürlich ein bisschen andere Werte dazu bekommen. Mehr Speed. Aber trotzdem. Trotzdem bitte. Gib mir doch mal ein blaues Herz, danke. Gehen wir hier oben weiter lang. Und der Raum ist auch nicht besser. Aber der hat mein Item nochmal aufgeladen. Sehr gut. Ach du Scheiße. Nochmal so ein Herzraum wäre natürlich nice. Also ein roter Herzraum. Ja, aber es kann auch nicht. Es wird wahrscheinlich nicht viel besser sein, deswegen. Ach ja, wir spielen ja gegen It Lives. Vergaß. Wir haben jetzt schon 2 Damage bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die kriegen wir doch wenigstens down. Ich will danach nicht zu Satan. Ich will nur dich fertig machen. Goathead, Baby. The caves are flooded. Jetzt kriege ich überflutete Ebenen. Das ist auch ganz nice. Ja, eigentlich bringt uns beides um. Die Satan-Ebene und die, also. Ich weiß gar nicht, wie die Ebene von Satan heißt. Oder hier die Kathedrale. Aber gehen wir mal hier lang. Die springe ich einmal. Full Health. Naja. I'm drowsy. Something's wrong. Wow. Der Boss ist hier nochmal richtig nett. Double Boss, auch noch in Champion-Form. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung. Keine Chance, keine Chance. Da habe ich gegen ja, Double Boss verloren. Aber wir haben 2 Sachen freigeschaltet. Und haben immerhin etwas geschafft. Heißt, wir haben mit Lilith. Okay, ich muss nochmal überlegen, wie man Apollyon freischaltet. Aber da haben wir tatsächlich fast mit jedem irgendwas freigeschaltet. Bin ich natürlich mal überlegen, ob ich
mit den normalen davon gehe, also die normalen, glaube ich, gingen bis das bis Samsung. Ich überleg gerade, wer denn alles. Aber Samsung, glaube ich, war auch schon in der, im vorherigen Teil drin. Was ich einfach mit den ganzen, dass ich einfach mal hier die ganzen Leute da Runs mache. Ja. Normal Runs. Auf Hard halt. Damit ich da auch bestimmte Items freischalte. Persönlich weiß gerade gar nicht, welche Items ich freizuschalten habe mit. Also welche Items ich dann freischalte. Ich weiß nur, welche Items es im Endeffekt noch geben wird. Also. Und vor allem, wer welche Items. Also bestimmte Items noch trägt. Weißt du nicht mehr, wie man die freischaltet. So. Aber erstmal was trinken. Ist zum Beispiel Isaac hier, braucht sein Signature-Item. Das hat er noch nicht abbekommen, vor allem noch nicht bekommen. Das versuchen wir jetzt mal zu ändern. Mal einen ganz normalen Curse of the Labyrinth. Ich wollte gerade einen ganz normalen Run machen, aber nein. Dann kriegen wir Curse of the Labyrinth. Naja, was nicht so schlimm ist. Immerhin. Ach, wenn man seine Tränen so vernünftig lenken kann, ist das so angenehm. Nachdem man jetzt mehrere Male Lilith versucht hat zu spielen. Heißt aber auch, ich muss wieder zwei Itemräume finden. Oh, ja gut. Ich wollte gerade sagen, die könnten überall sein, aber dann halt hier. They go inside. Ich glaube, ich. Ja, genau. Immer wenn ich Gegner treffe, spawn ich random Fliegen. Und die Fliegen, die sind ja. Also sind dann, glaube ich, mindestens doppelt so stark wie meine normalen Tränen. Hier könnte ich überlegen, aber. Ich meine, das ist ein Leertasten-Item, oder? Der Karton. Mit Spinnen. Achso, Spinnen sehe ich hier gerade, machen 2,5 Damage von I6 Gesamtdamage. Mulligan. Die blauen Fliegen machen doppelt so viel Damage. Okay. Will ich jetzt auch noch das Item haben? Ist die Frage. Oder anderes? Nimm das auch mal mit. The Box of Spiders. Und Spinnen. Die sind nochmal ein halbes, also 0,5 mal stärker als die Fliegen. Also, boah, ekelhafter Raum. Ja, also ist jetzt auch, dass ich den Devil Deal erst auf der ersten Ebene bekomme. Wegen der. Dadurch, dass ich hier gleich zwei Bosse gleich bekämpfe. Weil dann so auf die Fresse zu bekommen von so einem scheiß Trollbombe. Oder Super Trollbombe ist das dann ja sogar. Ah. Entzückend. Was ist denn für eine Truhe? Eine leere Truhe. Okay. Du lohnst dich. So, dann machen wir mal ganz kurz. Wow, eine Dings bekommen. Eine Spinne. Versuche mal gezielt den Kleinen abzuschießen. Bin mir nicht sicher, dass es dann dafür noch einen Erfolg gab. Aber der Kleine hat natürlich auch ein bisschen mehr Damage. Ah. Da habe ich den nicht schön geholt. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt nochmal gemacht. Magic Boys, Shoot Speed Up. Okay. Temperance.
ja, eine Dings, eine Blutspende Maschine brauche ich nicht unbedingt. Mal ein Monstro. Das ist auch nicht so schwer. Leider habe ich nur eine 36-prozentige Chance auf dem Level Deal, weil mich die eine Treubombe erwischt hat. Bitte. Ah. Aber du bist ja zum Glück kein so schwerer Boss. Ich krieg trotzdem Devil Deal. Nett. Muss ich ganz ehrlich zugeben, würde ich beides ungern nehmen. Das eine macht mich stärker, aber macht mir halt Damage. Das andere ist, was. Da kriege ich ein Pickup. Pro Aufladung, also bei dem Buch. Das brauche ich persönlich nicht unbedingt. Also, nee. Gehen wir einfach weiter. Oh, die Flooded Caves. Das sind dann das, was ich gerade freigeschaltet habe. Also eine neue Ebene. Nach den Burning Basements haben wir jetzt, also nach dem Brennen, nach der brennenden. Keine Ahnung, Basement. Im brennenden Basement haben wir jetzt die. Oh Gott, was seid ihr denn? Ja, nice. Euch kenne ich ja noch gar nicht. Scheinbar darf man denen nicht zu nahe kommen. Liberty. Okay. Das Lettersen-Item ist nicht so toll, wie ich mir vorgestellt habe. Aber jetzt muss ich damit leben. Oh. Ein paar Gegner essen. Oh fuck, zu lange gegessen. Sehr schön. Dann einfach weiter. Ihr Spinnen dürft doch angreifen. Meine Güte. Dickige Spinnen. Was seid ihr denn für Viecher? Holy! Euch kenne ich auch noch nicht. Nett, euch kennenzulernen. Nice. So was sieht man, will man sehen. Ach, der kann sich sogar teleportieren und dann woanders dann spawnen. Das ist ein Bad Trip. Ja, noch mehr Damage. Nice. Ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, woran The Mulligan, also der mir das Item, was fliegen spawnt, wenn ich Gegner treffe, super, was das für ein Multiplikator hat, also was für ein, also wovon das abhängig ist, dass wenn das ich fliegen spawne. Wahrscheinlich schon wieder vom Luckwert, würde ich von ausgehen, aber bin jetzt auch nicht sicher. Ich dachte eigentlich, dass jeder Kackhaufen in eine sich in eine Spinne verwandeln würde. Irgendein Item kann das. Aber scheinbar nicht das Item hier. Naja, gut. Komm, ihr habt nicht so eine Riesenreichweite. Verpiss dich nicht immer, wenn ich dich angreife.
Ah, meine Fresse. Pestilenz, wenn ich mich nicht irre. Ich fühle ich mich eigentlich ein bisschen zu schwach. Aber immerhin in der Form bist du, glaube ich, nicht so bedrohlich. Jetzt wirst du nur nervig. Also bitte hör auf, die Fliegen zu spawnen. Die Fliegen, die Spinnen. Oh, ein Angel Deal. Mein Holy Grail bringt mich, lässt mich fliegen, oder? Fliegen und HP ab. Das Einzige? Also. Der Heilige Gral, ja, das. Vielleicht bin ich ein bisschen zu. Vielleicht ein bisschen zu viel, wenn ich jetzt sogar schon frage, ob der noch. Ob das. Ob der noch was kann, aber. Nur eine allgemeine Frage. Ich glaube, ich kann jetzt fliegen und habe ein HP abbekommen. So ein Leben mehr. Wo ist denn der Heilige Gral? Aus welcher Erweiterung stammt der überhaupt? Da ist er. Nee, der stammt tatsächlich noch aus dem. Noch aus der normalen. Für uns solche normalen Version. Und wir können jetzt fliegen. Aber ich habe hier noch gar nicht den Itemraum. Fliegen, glaube ich, ist ganz angenehm auf dieser seltsamen Welt mit diesen seltsamen Gegnern. Das heißt seltsamen Gegner, aber nervig. Wow! Ja, ich sollte nicht direkt reinfliegen, ich sollte langsam mit dem Cube of Meat arbeiten. Sage ich und mach das gleiche nochmal. Bin sehr gut. Leider haben wir nicht mehr Damage bekommen. In der Zwischenzeit kann ich hier schon mal die Sachen holen. Pickups, Collectibles. Oh, hier sind Pickups. Ach, ich muss mir mal nochmal genau angucken, wie die einzelnen Sachen heißen. Moment, der kaputte Spiegel heißt Boomerang Tears, wenn ich mich nicht irre. Genau, My Reflection ist das. Wir Rage und Shoot Speed habe, aber Boomerang Tears sind scheiße. Die nehme ich nicht mit. Okay. Nee, also. Nee. Doch nicht, was ich da noch anders zu sagen könnte als. Nee. Nicht mit mir. Boomerang-Tiers. Das heißt, die fliegen vielleicht einen Zentimeter nach vorne und dann fliegen die nach hinten. Ähnliches Problem wahrscheinlich wie mit Tiny Planets. Man muss sich wieder ganz umgewöhnen und sowas. Und da habe ich jetzt nicht unbedingt die Lust gerade. Das wäre so ein ekelhafter Raum, wenn man nicht fliegen könnte. Ah, fuck. Die komischen Viecher, die da gerade an der Wand geklebt haben, kann ich immer so schlecht einschätzen. Die machen immer so laute Geräusche, als ob sie so richtig heftig wären. Aber sie. Und sie reagieren auch, wenn man sehr, sehr weit von denen entfernt steht. Aber eigentlich machen sie nur was, wenn man zu nah an den Dingern dran steht. Zumindest verstehe ich das. Also, das habe ich jetzt bis jetzt so
erfahren. Was haben wir hier? Tears Up Knockback Shot. Ja gut, Tears Up. Jetzt war lieber wirklich mehr Damage, aber es ist ein Anfang. Man, schon so kleine Sachen, also schon kleine Damage-Ups wären nice gewesen mit Lilith. Das hätte alles geändert. Aber nein, mit Lilith kriege ich auch kein Damage-Up. Ich mal, also nicht mal vernünftig irgendwie eins. Aber mit Isaac bin ich gerade auch noch nicht stark genug, dass ich irgendwie sinnvoll was erreichen könnte, glaube ich. Also damit angesprochen mit Boss Rush oder wie heißt es, Satan oder auch Isaac könnte ich damit nicht besiegen. Oh, Pheromone bekämpfen die sich gegenseitig. Schade, dass der eine Charge von dem Blauen nicht durchgekommen ist. Dann hätten die sich für gegenseitig wirklich noch richtig viel Damage gemacht. Also nicht durchgekommen ist, bevor der eine... Ich kenne diese Gegner hier, aber eigentlich aus einer anderen... Also eigentlich woanders hier. Deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die jetzt hier so einfach Gegner auftauchen. Ich dachte sie mal... Wir haben diese Ebene auch schon letztens freigeschaltet. Ich weiß gerade selber nicht, wie sie heißt, aber... Aber egal. Hormone, ja, ich könnte sogar in den Shop rein. Ach, genau. Du solltest hier nicht sein. Sweet, ich will meine Angebote. Ich will mein Steam Sale haben. Ah, er hat nicht mal den Steam Sale gedroppt. Bitte. Dafür springe ich jetzt an die Kollegen hier. Oh, die bringen nochmal ganz gut Kohle. Nicht schlecht. Hilft euch mal gegenseitig, bitte. Puberty, jetzt bin ich adult. Gibt es tatsächlich eine sinnvolle... Ein HP habe ich gegaint bekommen. Wenn man bekommt Adulthood. Die Adulthood, die Erwachsenen-Transformation, wenn man das hier macht. Okay. Gut. Why not? Komm doch auch, ich habe Mulligan ja, habe ich ja, als erstes Item gehabt. Das ist ein Fliegen, da manches mit sich spawnt. Gibt doch auch eine Fliegentransformation. Hört sich bescheuert an, aber... Oha, sogar richtig viele. Sämtliche. Es gibt auch so viele Fliegen. Items. Drei davon würden mich zu Belzebub. Damit Fliegen jetzt so an sich auf sich zu tun hat, weiß ich jetzt nicht so 100%, aber. Gut. Wäre auch nicht wichtig. Hauptsache, ich habe die Transformation. Dann wären jetzt hier zum Beispiel die meisten Fliegen sind dann auf meiner Seite plötzlich. BFF wäre jetzt auch noch nicht schlecht, das irgendwie zu haben.
Also Best Friends Forever. Also was man meistens im Shop bekommt, aber ich hatte ja gerade keinen Shop, deswegen kann ich nicht im Shop gucken. Naja, nicht aufregen. Oh Gott. Da habe ich zu stark auf den Roten geguckt, habe mich von dem anderen natürlich treffen lassen. Ich könnte auch mal eine Full Health Pille gebrauchen. Ich hab dich gesehen, Unsichtbarer, dass du da so lang läufst. Wie gesagt, eine Full Health Pille wäre jetzt. Danke! Wäre jetzt richtig angenehm. Das Spiel kann ja auch mal richtig nett sein. Glaub's ja nicht. Kaum. Glaub's ja nicht kaum. Doch, den Eisenraum so hatte ich schon. Birdie, hallo. Du bist der Gördi, der nur Gegner spawnt. Also in der Farbe. Also. Ah, verdammt, ich wollte gerade meinen Ball of Meat in Gurby reinhalten. Also hat da keine Hitbox, aber er ist down. Hat zwar wieder sehr viel Leben gelassen, aber ich kriege einen Devil Deal, Angel Deal, nee. Schade, schade. Wir haben viel zu viel rote Herzen. Klar, um Maggie freizuschalten wäre es nice, aber wir haben Maggie schon freigeschaltet. Ich habe mich gerade für einen kurzen Moment gefragt, ob da ins Feuer noch das Feuer noch berührt oder nicht, aber scheinbar hatte der keinen Bock. Ach ja, und ich kann die ja mit meinen Schüssen ganz gut hin und her schießen, weil die halt einen guten Knockback jetzt haben. Blaues Herz. Also ein Angel Deal wäre natürlich auch nicht schlecht, aber auch ein Devil Deal würde ich tatsächlich annehmen. Damit ich mal ein paar Rot Herzen loswerde. Lockdown. Das ist gar nicht gut. Und blaue Kacke, blaue. Ja, ich habe eindeutig eine Farbschwäche, ne? Rote Kacke ist auch nicht gut hier. Aber im Gegensatz zu dem einen Run, da wo ich so extrem langsam war, bin ich ja immerhin hier nur ein bisschen schneller unterwegs und kann das besser abtimen und vielleicht nochmal und ich nicht sofort drauf gehen, wenn ich. Beziehungsweise, wenn ich das versuche zu timen, dass es total in die Hose geht. Oh, der Raum ist auch eklig. Okay, die haben sich gerade selber gebrimstoned. Gegenseitig. Also der eine den anderen, nicht da. Ja. Egal. Was war das denn nochmal? Halitosis. Ach, wenn ich um mich hier wenn ich schieße in eine Richtung, habe ich so eine Giftaura um mich herum. Was nicht schlecht ist, aber hätte schon doch lieber was anderes.
Genauso wie ich jetzt den Kiste ändern werde. Das bringt mir auch nichts mehr. In goldenen Räumen wäre mehr. Okay. Das, was ich größer mache, eine Powerpille. Was ist das andere? Pheromone. Ich nehme zwei Powerpills mit. Jetzt habe ich den Bumerang. Der kann Gegner stunnen, wenn sie treffen, und macht halt Damage. Wir sehen doch richtig, richtig schön aus. Ich weiß gar nicht, inwieweit der Bumerang mit Damage skaliert oder nicht. Aber ist mir derzeit, glaube ich, angenehmer als diese Gravitation hier. Angenehmer als der komische Karton, den wir vorher hatten. Der Karton, ja doch. Karton voller Spinnen. Wenn ich mich nicht irre, kann der auch kurze Zeit Bosse stunnen, nicht so lange, glaube ich, wie andere, aber also wie andere Gegner. Das macht ihn doch ein bisschen stärker. Der Boss Rush ist schon längst vorbei, aber da wären wir auch viel zu schwach für gewesen. Leider. Also was die Items heute so angeht, es hält sich noch alles noch so ein bisschen in Grenzen. Dass ich sehr glücklich damit bin. Trip muss ich nicht mitnehmen. Hier auch nicht unbedingt treffen lassen müssen. Wenn ich den Bumerang schon habe, sollte ich ihn vielleicht auch häufiger mal einsetzen. Na, die Fliege, die ihm schützt, die ist schon immer vorher da, da wo er hinspringen wird. Hat mir gerade Damage gemacht deswegen. Nice. Ach ja, ich Cube of Meat reinlegen. Oh, nice. Dass er seinen Laser dann noch erwischt hat. Das war ironisch gemeint, das ist nice. Ich habe tatsächlich vergessen, mein Cube of Meat in ihn reinzuhalten. Fuck. Und hier den Bumerang wieder häufiger benutzen müssen. Für den Stun. Curse of the Lust. Ja, gut. Wir haben ein Range abbekommen. Das hilft uns im Endeffekt nicht viel weiter, aber. Gut. Es ist im Endeffekt besser als gar nichts. Ich glaube, die Mom-Transformation dürfte auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Heißt, wir kriegen so ein Schwert. Also Mom's Knife im Rücken sozusagen.
So, ich habe die extra mal ein bisschen alle versucht zu vergiften. Gar nicht so einfach ist. Weil sie sich manchmal auch einfach in deine Richtung drehen. Wenn sie dich dann gesehen haben. Ich habe scheinbar auch manchmal Giftschüsse. Oder sah das gerade nur so aus? Ich weiß es nicht. So viele Champion-Viecher. Wow, da hat er sich aber gerade. Da konnte ich gerade noch einmal kurz ausweichen, weil der sich dann in dem Moment gedreht hatte. Einem doch sehr schönen Zeitpunkt. Das ist wieder Golden Touch. Getroffen werde, werden die Gegner zu Gold für den Moment. Und wenn sie dadurch sterben, lassen sie ihm Gold droppen. Münzen droppen. Muss mehr Damage machen. Oder meine, auch meine, meine Attack Speed muss. Ich dachte, ich könnte Momentum noch mitnehmen. Meine Attack Speed muss höher, dringend höher sein. Wie tief oder wie seltsam auch die Stimme von Isaac ist, wenn man getroffen wird. Weil man ja die Erwachsenenversion jetzt sozusagen hat. Okay. Wie habe ich da gerade keinen Damage bekommen? Ah, die rote ist die, die immer gerne zutritt. An Mom hat der Bumerang wohl nicht so die Chancen. Hey. Läuft nicht so, wie es laufen sollte. Ah. Oh, Bugge. Curse of Darkness hatte ich auch lange nicht mehr. Oh, der Raum ist. Nice. Der war fies. Der dann genau auf mich zugekommen ist, dieser Stein. Darauf habe ich nicht geachtet. Ah, das war bitter. Ich habe mich auch gerade zwar sagen, dass es nicht so einfach werden wird, aber das war doch ein bisschen zu bitter. Curse of Darkness und Burning Basement. Oh, schöne Kombination. Alter. Ganz ruhig. Ah. Ja, es kommt da nur eine Tour raus, ey. Nee, nee, nee. Na komm. Okay, eine Tour mit dem Schlüssel und zwei
Münzen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Mit Curse of Darkness und Burning Basement ist natürlich auch richtig gut zum Zugucken. Seht ihr wahrscheinlich genauso viel wie ich. Diese Monstro-Kinder hier, Mini-Monstros, sind auch ganz schön nervig. Wie gesagt, ich kann immer noch nicht einschätzen, wie die Schüsse, wenn die sie noch so nach oben schießen, wie die einen da so, ja, oder was die so für Damage machen. Oder wann, eher wann sie Damage machen. Oh, mit Schuh raus. Das ist hier aber nur Curse of Darkness, nicht XXL. Also bitte. Gebt mir doch mal mein Itemraum, Leute. Das ist der Poison Damage. Okay, jetzt müssen wir nur noch mal überleben. Nee, gerade für unser Leben sieht es nicht so gut aus. Hätte, oh doch, es könnte besser stehen. Noah, ich wollte da gar nicht, ich dachte, das wäre der reguläre Weg. Wäre da fast in den Stachelraum rein. Ist hier noch irgendwas? Ein blauer Stein? Na, Duke of Flies geht ja noch. Jetzt natürlich hohes Luck ab. Also Luck insgesamt, das wäre natürlich nice. Hold me. Ich glaube, es kann mit zwei entweder ja, Hellenkarten oder Runen mit uns tragen. Oh, Curse of the Blind, aber es ist ein bisschen heller. Was ist das? Kiras Schuss. Oha. Okay. Der Quadra Schuss oder es war eine relativ, sagen wir mal, aua, au, au, au. Langsame Tierrate jetzt, also Schussgeschwindigkeit. Aber wir machen natürlich jetzt ganz gut Damage. Das ist akzeptabel. Jetzt noch ein bisschen mehr Damage. Also wir machen viermal den sehr schwachen Damage, aber das wird dann insgesamt ja doch ein bisschen mehr. Dachte ich, bringe mich gerade selber in die Luft und bin ganz schnell in Deckung gegangen. Jetzt, das ist schon ein gutes Item. Aber jetzt noch bisschen Damage ab. Und ich wäre vollkommen zufrieden. Little Charge bringt uns noch nichts. Nehme ich doch, it looks dead. Toxic Blood. Moment, das ist der Toxic Blood. Das ist der. Die rote Träne nach oben. Die hat doch auch. Wie heißt der? Lazarus, genau. Ah, eine Toxic Blood. Genau, wenn ich getroffen werde, lasse ich eine rote Spur hinter mir. Ja, hinter mir fallen. Heißt, ja, es ist nicht schlecht, wenn man, also, obwohl das darf man auch nicht sagen, dass es nicht schlecht ist, getroffen zu werden, aber die Gegner werden dann sehen, was sie davon haben, wenn sie mich treffen. The World, brauche ich das? Jetzt
Gibt ja nicht mehr so viele Wege, also. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Lass mich vorbei. Ah Gott. Diese eckige, also die Fliegen, die so ein bisschen dünner sind oder länger oder so, mit den Spitzen, die ahmen deine Bewegungen nach. Deswegen. Manchmal bis ist das. Habe ich wohl dich auch gerade nicht getroffen, weil ich ja so gesprungen, so gelaufen bin, dass die auch, also ganz auf die und die mussten dann aber ja auch weg von mir, weil ich den gleichen Weg haben wie ich. Gegen Monster musste ich schon einmal auf der Ebene kämpfen. Das ist jetzt kein Problem mehr. Außer ich lasse mich von dir einkesseln. Aber jetzt lasse ich eine Spur hinter mir. Und die tut auch weh. Und die tut ganz schön weh. Dürfte er sich jetzt denken. Ach so. Offsinn. Black Powder. Vielleicht habe ich das schon wieder alles kaputt gemacht. Aber. Book of Sin ist scheiße. Aber Black Powder. Curse of the Lost, da brauche ich the World gar nicht einzusetzen. Blaues Herz, nice. Ja, euch zu töten wird ein richtiger Spaß. Wenn ihr wenigstens hier so im Raum stehen würdet, dann könnte ich euch mit meinem, mit dem Black Pulver einmal so schön einkreisen. Dann würde das Pentagramm den Rest machen. Evil up. Oder Black Tooth, das habe ich doch richtig gesehen, dass ich zwischendurch mal einen schwarzen Zahn sozusagen schieße. Ich denke mal, das wird ungefähr die... Genau, das kann sogar Gegner vergiften. Okay, nee, das behalte ich dann lieber als dieses Evil Up Ding. Oh. Achso, da ist reichlich was drin. Oben war noch ein blauer Stein, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe. Auch dringend Luck ab und Damage. Und hier ist ab. Dann wäre alles gut. Noch ein blaues Herz, sehr schön. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wo ich genau bin von der Karte her. Ja, guck mal, dieses Buch da, dafür ein Herz aufzugeben und ein scheiß Buch zu bekommen. Ja, es war risikobehaftet, da überhaupt ein Devil Deal zu nehmen, aber. Da hätten auch so gute Devil Deals drin sein können. Nicht so ein scheiß. Ja. Hier. Lemon Party. Ja, die hätte ich doch dann lieber vernünftig. Oh, hallo. Der eine sprengt sich. Oh. Du bist dann wiederum besser. Ein Prayer Card. Nehmen wir zwar wieder rote Herzen, was. Auch nur so lala ist. Aber. Die eine brauche ich noch. Schade. Nee, aber was soll ich sagen? Prayer Card nehme ich doch lieber mit. So, darauf will ich. Eigentlich nur hinaus.
Werde ich natürlich dafür bestraft, dass ich so viele Bomben beim Shop benutzt habe. Und der erste Blaustein da, den ich nicht einsetzen kann. Eine Trollbombe? Ja, nett. Eine super Trollbombe sogar. Da oben war noch ein blauer Stein, habe ich gerade noch gesehen. Okay. Habe ich... Und wenn ja, war den... Die Prayer Card, ja doch. Ich wollte gerade überlegt, was in den... Ah, das ist ein richtig fairer Raum. Oh Mann, ist der fair. Vor allem, wenn er hier die Hälfte so einfärben wird. Der Raum macht richtig Spaß. Meine Güte, hab ich Spaß hier. Wall of Bandages, ja, aber kein Level D, schade. Ja, da ist er einfach abgefallen. Aber noch ein rotes Herz dazu. Ich habe kurzer Zeit vergessen, wie die sich aufteilen. Ich meine, wir sind nicht schwach, wir werden halt... Aber für den Devil Deal, für den Boss Rush müssen wir viel stärker werden. So können wir den kein bisschen gewinnen. Das war vielleicht ein bisschen bescheuert gespielt. So, ich muss mal kurz was trinken. Ich denke schon, dass mein Mund irgendwie zu trocken wird. Ah, herrlich. So eine gute Seltzer mit Kohlensäure. Obwohl eine Seltzer mit Kohlensäure, mit viel Kohlensäure. Genau, so kann man das eigentlich sagen. Selter dürfte ja immer mit Kohlensäure sein, sonst ist es Wasser. Und da irgendeinen coolen Effekt, den ich noch haben könnte auf den Tränen, sei es irgendwie Bombentränen oder Flammentränen. Bomben wäre schon fast ein bisschen übertrieben, aber irgendwas fehlt hier noch. Dass ich genug Damage mache. So, irgendwie noch ein weiterer Effekt. Dann natürlich noch der Luck-Up, der dazu kommen müsste. Diese Kombination dann wäre nice. Aber dann müsste ich im Endeffekt auch nicht zu stark werden. Darauf will ich nur hinaus. Au. Dann einmal hier rein. Und dich. Können wir einen Ball of Bandages in ihn rein machen, aber darin bin ich aber so schlecht, dass das häufig schief geht. So, HP ab. Mom's Knife. Nice.
Oh, stimmt. Es wird ja ein Quadra Knife. Oh, okay. Trau mich jetzt aber gar nicht. Ich muss mal kurz gucken, wo ist der Itemraum? Da hinten und ein Boss wäre hier auch noch. Mini-Boss. Okay. Gut, jetzt haben wir natürlich so gut wie keine Range. Auch wenn wir, glaube ich, vollständig aufladen, oder? Ah doch, wenn wir vollständig aufladen, das dauert halt. Weil wir halt die 4er-Tiers haben. Oh. Ich habe keinen Schlüssel. Echt jetzt? Irgendwas muss immer sein. Ihr könnt mir ruhig mal einen Schlüssel geben. What the fuck ist das für ein Raum? Ich wollte keine Bomben opfern eigentlich. Aber dann tue ich euch trotzdem gerne. Ihr lasst hier Bomben fallen. Ich habe zwar die Hoffnung gehabt, dass ihr auch einen Schlüssel fallen lasst. Oh, zwei Schlüssel. Nice. Da muss es hier manchmal nur laut genug sagen. Nur dann wird man hier erhört, wie es aussieht. Nur immer schön nervig sein. Was haben wir jetzt hier? HP ab und das macht uns langsamer. HP ich. Und ich fühle mich stompy. Heißt, ich kann. Speed down. Ah, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Das tut richtig weh jetzt. Sind noch langsamer geworden. 0,4. Oh, scheiße. Ah ja, und jetzt mache ich alles kaputt, wenn ich darüber laufe. Kann ich mir da einen Weg drüber machen? Bauen? Ah, scheiße, jetzt habe ich den Fehler schon wieder gemacht. Oder ich hätte Stumpy nicht aufnehmen dürfen. Ich wusste, dass das so ein HP ab ist. Und Mr. Boom. Blast? Ah, die Blast Damage! Mr. Me Mega? Blast? Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall machen unsere Bomben jetzt erheblich mehr Damage. Nur wir sind auch erheblich langsamer. Wir sind viel zu langsam. Oh Gott! Überleg gerade, ich kann hier nochmal so einen Miniboss. Oh, was. Netter Raum. Summon Bombs. Okay. Was gibt es für ein. Nur von der Theorie, für ein Item, was mir jetzt noch helfen könnte? Also irgendein Item, was mich schneller machen könnte. Fällt mir keins ein, leider. Also fallen mir schon viele ein, aber was mich richtig schnell macht, leider nicht. Und so machen gut Damage, aber. Fliegen wäre jetzt noch wichtig. Auf jeden Fall fliegen. Dann müsste man gucken. High Priestess. Oh Gott, Curse of the Mace hat zugeschlagen.
Ihr seid jetzt richtig tödlich. Infested. Oh. Nee, Challenge-Raum für eine normale Kiste mache ich nicht. Und noch Pentagramme auf dem Boden malen, damit Damage machen. Hey. Oh Gott. Na gut, die Gegner sind natürlich easy. Pheromone, Jera. Nehme ich sogar, würde ich sogar mitnehmen. Anderes Death. Ja. Doch, das nehme ich beides mit. Dann gehen wir mal weiter. Weiter und weiter. Nehmen das auch mal mit. Das bewirkt, dass ich, wenn ich getroffen werde, ich mein Lettersen-Item auflädt. Pro Raum aber auch nur dreimal, glaube ich. Und das haben sie eingeschränkt, weil das war früher eine richtig geile Kombination mit Book of Revelation. Weil man im Endeffekt nie tot gegangen ist. Boss wäre drin gewesen. Danke, Spiel. Lass du mich nochmal weg. Ja, nice. Komm nicht hin. Ich komme nicht zum Boss. Ach nee, ich bin da noch gar nicht auf der letzten Ebene. Da kann ich ja Boss ganz vergessen. AP ab. Gears ab. Erstmal den. Ah, den Curse könnte ich mitnehmen. Auf Babylon Effekt nehme ich mit. Das nehme ich auch mit, Copy Set. Nur damit ich die Items habe. Ich fällt mit der Prayer Card. Wird es natürlich nicht so einfach sein, auf im Endeffekt auf die Null kann man natürlich auch nicht. Den Curse of Babylon. Ich muss noch Devil Deeds finden, die mir noch mehr Leben abziehen. Kann man Item wie die Messer oder das langsam auch wieder ablegen? Nee, kann man nicht. Das wäre ja auch dann, das wäre ja zu einfach, wenn man dann nur sich die besten Items raussucht. Eine ist das Messer und im richtigen Leben kann man Fett auch nicht so einfach wieder loswerden. Das habe ich ja gerade so langsam gemacht. Jetzt zwar zwei blaue Herzen gegeben, rote Herzen, aber. Hiernach werde ich mal nochmal nachgucken, wie man eigentlich das Signature-Item von Isaac freischaltet. Ich hätte doch Guppy's Head mitnehmen sollen, damit ich auf jeden Fall nicht mehr. Oh, da ist er gleich. Damit ich nicht mehr noch mehr Herzen sozusagen generiere. Death. Was war das andere? Jera. Powerpill, ja, bringt mir jetzt gar nichts. Zack. Irgendwo ein Kreuz? Nee. Mom's Pearl. Das ist natürlich. Das könnte.
Macht keinen Sinn auf dem Item, was ich hier habe. Würde Tränen, würde das aufladen und dann ganz viele Tränen nacheinander schießen. Der Nachteil ist, Mom's Pearl ist ein verfluchtes Item. Und immer wenn man getroffen wird, kann man, kriegt man, also immer wenn man Damage bekommt, kann die Chance bestehen, dass man irgendwo hin teleportiert wird auf der Ebene. Übrigens, jetzt, ich überlege gerade, man kann alles, man kann insgesamt die ganzen Items nochmal ablegen, indem man in einen Itemraum geht, der, glaube ich, die 3 hat. Dann legt man nicht alles ab, aber dann kriegt man nochmal, dann legt man alle Items ab und kriegt man nochmal neue Items. So gelost. Das ist dann im Endeffekt ein bisschen das, was, ja, wie man seine Items nochmal loswerden kann. Mich beides mit. Sehe nicht die Gegner. Nice. Habe ich da mitgenommen? Ach ja. What a Baby und den Vertrag oder Missing Page, die mir Ende eines Raums. Nee, die mir, wenn ich getroffen werde, irgendwie ein halbes blaues Herz noch habe. Werde ich irgendwie. Der Raum irgendwie damaged. Und wow. Ja, genau. Noch mehr von euch, bitte. Okay. Hier bin ich schon mal falsch. Oh, mach das Laserauge weg. Ich gerade, ob es in irgendeinem irgendwie Sinn machen würde, dem. Also, der hat, glaube ich, in seinem Itempool kein Item, was ihn schneller macht. Würden wir wahrscheinlich gerade die Bohne? Erstmal den anderen Bettler da anforzen. Ach ja, ich habe ja diese Megabomben. Oh, laserschießende Vaginas. Euch auszuweichen ist natürlich bei einer Geschwindigkeit von einer Schnecke auch nicht so einfach. Wow. Nein, ich hab. Oder bin ich auf so ein komisches Ding drauf noch raufgetreten, was auch noch Damage. Was, wenn man das kaputt macht, das Tränen oder Blut. Ein Blutgrinsel, kann man das sagen. Nicht getreten. So, da will mich also ein Mimik nicht vorbeilassen. Geh ich trotzdem rein. Da war, ich habe es zwischendurch gehört, irgendwo ein Seelenherz dabei. Hätte ich mit Jera mit der Rune verdoppeln können. Wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen im Endeffekt. Na, egal. Was? Wo? Wo habe ich Damage bekommen? Wie? Oder war da tatsächlich noch Blut von Gegner auf dem Boden? Hallo, Daddy Longlegs. Au. Ja. Immer in Bewegung bleiben. Heißt das. Heißt die Aufgabe. Ach ja, ich habe ja auch noch die Plazenta, die heilt mich ja zwischendurch. Memories. Ein blaues Herz. Dann weiter.
Ich muss schneller werden. Ich höre es auf die Unknown, jetzt weiß ich nicht, was ich Herzen dabei habe. Ach du Scheiße, wie soll ich denn dem ausweichen? Oh. Ah, das war fies. Paralyse? Nee, die lasse ich gerne nochmal liegen gehen. Das ist ein ekelhafter Raum. Okay, schon wieder eine Mimik. Fuck, ich hätte mich nicht treffen lassen dürfen. Na, ich glaube, daran sterbe ich eher. Hä? Problematisch. Ah ne, ja super, ich bin gefangen. Das ist eine Blutspur von mir. Irgendwo noch ein Herz mit dem Kreuz. Das ist jetzt schon Mom, ne? Trotzdem noch mal überlegen. Oder it lives. Ja, seit wann spawnst du denn die Augen direkt in mein Gesicht? Ich hab die doch eigentlich schon getötet, was? Warum hab ich. You unlock lost baby. Nice. Ich dürfte in Swamp. Naja. Nee. Warum ich jetzt nach oben gehe, ich hoffe, dass ich mit, wenn ich, dass ich mein Signature von das Item von Isaac bekomme. Also die Hoffnung. Für Leben habe ich 3,5 Herzen von 7. Da ist ein Infested. Wieder nur drin. Double Greed. Nice. Wir haben Mom auf hart geschafft. Werten wir das mal als Erfolgserlebnisse. Wir hätten keine nicht so Schwierigkeiten, wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen schneller wären. Ich wusste den Effekt, aber ich wusste nicht, dass ich danach nochmal eine Pille bekomme, die mich auch nochmal langsamer macht. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Au. Hey, wir sind stärker geworden. Jetzt haben wir den Core of Babylon-Effekt auf uns.
Echt? Auch irgendwie nicht so wirklich nützlich. Nicht in dem Raum. Ach du Scheiße. Wie viele Bosse und Superbosse denn hier? Und habe ich denn das Vergnügen? Close of Diarrhea. Ach, wenn ich die Karte einsetze, kann ich von den Bomben, die ich dabei spawne, den kann ich auf gar keinen Fall ausweichen. Also ich. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Fuck. Noch ein rotes Herz zusammenbekommen. Kann die blauen Herzen nochmal sprengen. Oh. Natürlich auch wieder nur Bosse hier. Aber der Item, der Geheimraum ist offen. Haben wir hier eine gute Pille drin? Ergänzt die Folver. Bad Trip. Ach komm schon. Du Wizard. Pheromone, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Bad Trip hat mich jetzt nochmal richtig fertig gemacht. Mein gutes blaues Herz, obwohl ich mich gerade richtig verlassen wollte, ist jetzt auch weg. Das ist nochmal der falsche Weg. Okay. Hier ist irgendwo der Geheimraum. Gerade gehört. Der Basic I can see forever. Warum auch immer hier so ein Reroll-Ding ist. Könnte ich rein theoretisch einfach so lange stehen bleiben und heil mich hoch mit der Plazenta? Hm. Ah. Ja, je. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich. Los, rotes Herz. Für die roten Herzen. Achso, den muss ich mich auch gar nicht mehr bewegen. der Raum wäre auch. Also, der Raum wäre wirklich. Scheußlich geworden, glaube ich. Wie hätte ich mich denn da raus manövrieren sollen? Und nur zwei blaue Herzen? Vielleicht können wir Isaac hier töten. Vielleicht hätte ich meine blauen Herzen, die ich gerade bekommen habe, mit meinem, mit Jera verdoppeln können, hätten sollen. Ja, genau, ich krieg hier noch einen Boss. Genau, genau, auch noch den Reiser. Klar. Und das Spiel mobbt mich ja aber dermaßen. Der Raum ist auch noch richtig nett. Da ist meine Bombe. Da lege ich eine Bombe. Da und da. Oh, Jera. Wenn die. Ich habe sogar noch eins übrig. Kann er mal wiederkommen.
Hier erstmal gleich ein Lemon Party neben ihm setzen. Geh einfach sofort Ham. Oh oh. Nee, das war nicht der. Der. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay. Puh. Isaac Tears has appeared in the basement. Okay. Ja, sieht doch auch nicht ganz so. So, jetzt muss ich aber mal kurz was gucken. Ein paar Sachen wollte ich nachschauen. Ich wollte erst einmal wie man den D6 freischaltet. Ach so, man muss. Okay. Das Signature-Item von Isaac bekommt man dadurch, dass man mit Blue Baby Isaac tötet. Okay. Muss ich nochmal gucken, wie man das. Und das andere. Gut, dass sie sich auch nicht so. Eigentlich sind, wie man das Polaroid freischaltet, da muss man ganz häufig Isaac töten. Ganz simpel. Ich glaube, so habe ich ja auch im Endeffekt Satan erledigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt ja. Weil ich habe das Polaroid, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich das freigeschaltet habe. Wahrscheinlich noch irgendwie anders. Weil ich da einmal diesen komischen Fehler gemacht hatte. Ja, aber gut. Isaac habe ich einmal getötet. Zählt das als einmal oder zweimal eigentlich? Hm. Das wäre jetzt nochmal interessant. Manchmal zählt das auch doppelt, aber wahrscheinlich nicht. Hier. Magdalene könnte ich noch zocken. Wie haben wir es denn? Der einen könnte ich glaube ich sogar noch mal rein. Oder mit Kane. Da ich gerade keinen Bock habe, noch mal irgendwie mit vielen Herzen rumzulaufen. Mit vielen Herzen. Und langsam, Magdalene ist einer der langsamsten Charaktere. Spiele ich dann noch mal eine Runde mit Kane. Was ist das eigentlich hier schon wieder? Ich habe in Twitch nochmal nochmal irgendwie Achievement bekommen. Wie mir insgesamt 250 Stunden lang. Oh, okay. Dann habe ich das, die 250 Stunden auch gemacht.
Burning Basement. Nice. Wir haben einen Schlüssel von Anfang an. Wir sind so angenehm schnell. Ah, herrlich. Und ein bisschen stärker als Isaac sind wir auch. Also wir sind jetzt ungefähr so stark, wie wir von den Werten her mit Isaac gerade waren. Unterschied natürlich ist, dass wir da Mumps Knife haben und das nochmal einen anderen Damage macht. Down Swallow It. Ich weiß gar nicht, was das macht. Fühlt sich gerade fast wie ein anderes Spiel an, also, weil das so schnell ist. Jetzt muss der noch mal down gehen irgendwann. Das wäre schön. Genau. Dann haben wir Luck ab. Noch mehr Luck. Auf Kane immer interessant. Also wenn man auf Tränen mit Effekten bei einem das hofft, dann ist das bei Kane der Fall. Das ist der Fall. Weil, ja, man sieht ja, man hat so viel Luck. Roadhead. Ja. Wieso ist denn die erste Ebene so groß? X-Lax. Das ist ein ekelhafter Raum. Diese Stein-Riesen-Dinger hier machen keinen Damage. Die schieben einen nur rum. Aber blocken Damage. Das ist gar nicht so einfach, an so ein eigentliches Ziel ranzukommen. Ja, das ist ganz in Ordnung. Kann ich mit leben. Nee, Bomben habe ich keine. Könnte ich mir eine holen für einen Schlüssel, aber warum sollte ich? Genau, hier habe ich auch nochmal Schlüssel bekommen. Durch das Item da. Curse of Darkness ist in Ordnung. Ich meine, hier übersehe ich gerne dann mal die blauen Steine, aber sonst. Ich glaube, dieses Trinket, was ich dabei habe, das hat den größer geworden. Das macht den Vorteil, dass ich häufiger Pillen droppe. Aber gegen dich will ich gar nicht unbedingt gerade kämpfen. Du dauerst immer so lange, vor allem wenn man noch nicht so großen Damage hat. Versucht die mal schön zu vergiften mit meinem Gift. Meine Aura. Kann ich auch nur mit dem, mit Chars machen, die relativ schnell sind. Weil sonst kommst du, wirst du einfach locker von den Gegnern getroffen, wenn du so nah herangehst. Warum springe ich auf? 48-Hour Energy, ja. Ich habe noch kein Leertasten-Item, also kann ich das nicht wirklich gebrauchen. Schlüssel habe ich genug. Ich könnte natürlich auch noch mal in den Stachelraum rein.
Oh, schon wieder Poison Damage. Ja, ich gehe hier mal rein. Ja, das hat sich sogar fast gelohnt, wenn ich jetzt nicht so viel Damage von denen bekomme. Dann würde sich das richtig lohnen. Genau. Hat mein Ohr gejuckt. Muss mir so das Headset wieder neu richten. So, einfach weiter, einfach weiter. Leider ist ein Item, wäre auch schön, eins zu bekommen. Achso, ich habe vergessen, dass die Aura ja nur kommt, wenn man schießt. Wenn ich jetzt dann aufhöre zu schießen. Naja, gut. Ich habe eine Fliege als Orbital bekommen. Der wird dann wieder die schön die Schüsse abfangen. Health down ist, das ist nicht gut. Sagen wir es mal, wie es ist. Ja, komme ich nicht dran. Level Junior, ja. So einer aufgeteilten Version nerviger, finde ich. Wenn man sich auf viele einzelne konzentrieren muss. Wenn man sich auf einen großen konzentrieren müsste. Habe mich aber auch trotz allem wieder zu häufig treffen lassen. Ich versuche die ganze Zeit immer mit den damit zu spielen, dass ich diese Aura habe. Wenn man echt nicht so gut ist. So, ich habe jetzt den Stein dabei. Den Stein. Das ist eindeutig ein Stein. Den Nagel, the Nail. Mach mich für einen kurzen Moment stärker und... Also ein bisschen stärker und ich kann Steine kaputt machen. Krieg ein blaues Herz dazu. Das ist das Wichtigste. Ja, kann ich mich hinspringen? Schöne Dings, die Paralyse macht. Ich weiß nicht. Will ich denn überhaupt noch so viele Pillen haben? Bekomme ich tatsächlich gerade über das, über dieses Trinket. Auch. Ja, das ist wenigstens schon mal der Goldraum. Itemraum. Treasure Room. Wie er eigentlich heißt. Noch mehr Orbitals. Also von Schüssen bin ich einigermaßen geschützt. Kann man so sagen. Hier kriege ich nach dem Raum zwei Aufladungen, also zwei könnte ich mir dann schon mal safen für den Boss. Wenn ich den dann irgendwann finde. Eine Trollbombe. Ah, hier ist der Shop. Und ihr seid kacke mit Mais.
in sich? Nein, keine Ahnung. Aber die sind auf jeden Fall flinker. In den Shop reinzugucken lohnt sich noch nicht wirklich. Ah, ich würde aber jetzt gerne zum Boss und nicht mehr diese ganzen Räume hier klären müssen. Tatsächlich mal den Nagel, da kann ich mich hier so rein hämmern, kriegt ja wieder eine Dings dazu, eine Aufladung, also eine volle Aufladung. Da oben dürfte jetzt der Boss sein? Nein, dürfte er nicht. Tatsächlich gerade in Curse of the Lost tatsächlich ganz schön lost. Hallo Shana TV oder TV. Schönen guten Abend. Ich hätte gewusst, dass die Ebene so lang ist, hätte ich vielleicht doch noch meinen Nagel noch mal eingesetzt, den ich ja locker noch mal aufgeladen bekomme. Ja, den hätte ich locker noch mal aufgeladen bekommen. Alter. Dass das Portal irgendwann noch kaputt geht, wenn man das nicht kaputt macht. Anfang war es tatsächlich so, dass das durchgehend Gegner produziert hat. Wenn man halt nicht schnell genug war, dann hat man wirklich einen ganzen Raum voller Gegner gehabt. Oder wenn man aus irgendeinem Grund so extrem langsam ist. Ah, hier ist ja nicht der Boss. Wieso kannst du keinen Stream schauen? Internetverbindung nicht in Ordnung, oder? So, kurz vergiften. Ah. Vodafone. Ich höre immer wieder, dass Leute mit Vodafone immer ihre Probleme haben. Ich habe seit 10 Jahren Vodafone und hatte bisher noch nie großartige Probleme. Liegt aber auch immer am Gebiet, wo man wohnt. Ah, was kriege ich für Pillen? Irgendjemand, den ich schon kenne? X-Lex, Energy. Energy ist nice. Nee, das war nicht Energy. Hier ist down? Ja, das habe ich gebraucht. Ich lasse mich nur mal paralysieren. wen haben wir hier? Oh ne, ach komm. Ich hätte ich eine Batterie oder eine Aufladung für den Nagel hier benutzen sollen. Nicht drehen, danke. Das Einzige, was ich bei Vodafone auch sagen, also was ich immer negativ da hatte, ist auch die, dass man halt, wenn man ein Problem hat, ich sage nicht, dass ich noch nie eins hatte, aber wenn man ein Problem hat, dann mal den Service zu erreichen, da kannst du lieber Lotto spielen, als das versuchen. Meine erste eigene Wohnung, der neue Router kann sich nicht finden. Das ist natürlich scheiße. Kann ich?
Was haben wir hier für einen Raum? Ruhe in der Truhe. Mal X-Legs. Ja, ich lasse mich von der. Oh ne, jetzt habe ich den. Ah, you wizard. Jetzt schieße ich diagonal. Okay, war für den ersten Gegner gar nicht so schlecht, aber. Kann ich wieder normal schießen, bitte? Ja, ich möchte die nochmal haben. Ne, jetzt rechts. Jetzt mache ich den, jetzt schmeiß ich den das Trinket weg. Jetzt ich will keine Pillen mehr haben. Dafür nehme ich Hankman. Ist da, oh, schade. Ich habe jetzt gehofft, dass da ist vielleicht irgendwas Cooles drin. Naja. Den kleinen hätte ich fast übersehen. Dann noch euch komischen Dinger. Das war eventuell nicht so schlau, sein das einzusetzen, den Nagel, bevor man beim Boss ist. Ein Raum vorher. Könnt ihr eine Batterie fallen lassen, bitte? Ach so, ja, gut. Das kann ich verstehen. Ohne Batterie. Das kriege ich gerade. Geile Items. Nee, das kann ich verstehen. Dass es dann doch ein bisschen einsam ist. Ich musste auch damals, als ich in meine Wohnung eingezogen bin, hatte ich auch eine. Internet erst nach ein oder zwei Wochen. Auch halt nicht sofort. Und da kann es doch schon ganz schön ruhig sein, wenn man nicht irgendwie, wenn man nicht vom Nachbarn oder so Internet bekommt. Oder wenn es so rumlaggt, kann man natürlich auch nicht so viel machen. Oh Gott. Nee, ich muss hier den Nagel. Ich setze hier den Nagel ein. Komm ja. Oh nein, nicht in meinem Gesicht, danke. Was, wäre die Bombe wieder in meinem Gesicht geplatzt? Weil die vergiftet war und dann. Die letzten Ticks hätte ich fast abbekommen. Holy. Im Endeffekt ist der Nagel doch genauso stark wie das Buch der Book of Revelation. Gibt mir beides ein blaues Herz und das Buch, ja gut, das Buch gibt mir dann halt auch die erhöhte Chance, dass ich die Reiter kämpfen muss. Ja,
Mann, was ist denn das wieder für eine scheiß lange Ebene? Ich hätte kurze Zeit tatsächlich gedacht, ich könnte den Boss Rush vielleicht noch machen, aber dass hier jetzt so lange dauert, lasse ich es. Nee, kein Ding. Trotzdem noch einen schönen Abend. Ich hoffe, das löst sich dein Internetproblem. Ich hoffe, das verstehst du. Ist natürlich beim Blöd, wenn man nichts verstehen kann. More Options ist auch nicht schlecht für den Raum. Sucher hat immer noch den Itemraum auf der Ebene. Den Boss Rush kann ich schon mal vergessen. Hole ich mir trotzdem noch mal den Super Geheimraum. Oha. Moment mal, was ist, wenn ich diese Aura um mich herum habe? Das ist tatsächlich immer meine. Ja, und danke. Dir auch noch. Ja, wie gesagt, dir auch noch einen schönen Abend, wenn du das irgendwie verstehst. Hallo, Spiel? Lässt du mich wieder. Oh, das ist der Devil Deal. Hier wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt rein. Paralyse brauche ich unbedingt. Komm, ich hau noch mal eine Paralyse drauf. Gimpy ist ganz gut. Ja. Das noch ein paar. Oh, wer ist da drin? Ah, der ist da, ja. Nö, da nehme ich tatsächlich den Pilz da hinten mit. Ich habe die Chance, Gegner klein zu machen. Und wenn die klein sind, kann ich sie, glaube ich, sogar einfach umtreten. Ich kann auf die drauf treten. Ja, doch, so macht das mehr Sinn. Das zu sagen, ohne dass es vielleicht zu heftig klingt. Was war denn in dem Raum drin? Oh. Schub de Wupp oder so heißt es. Guck mal, was in dem Geheimraum drin ist. Was bringt das? Zwei Tollbomben. Tschüss. Ich hätte natürlich noch am liebsten noch eine Aufladung für mein Item gehabt, aber kann nicht alles haben. Natürlich dieser Kleinmach-Schuss wirkt nicht auf Bosse. Ich merke mal einfach, dass ich. Gut, ich werde gucken, dass ich Isaac besiege mit viel Glück. Aber ja. Könnte ich mal in Richtung Satan gehen. Ich finde Isaac immer. Ah, wobei es ist auch, glaube ich, Gewöhnungssache. Ich finde Isaac manchmal ein bisschen einfacher. Wobei Satan jetzt auch nicht so schwer sind. Schwerer werden halt deren The Lamp. Halt, was man bei Satan als nächsten Boss dann hätte. Oder der nächste Boss, der nach Isaac wartet. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen schon erwähnt hatte, aber das.
Deswegen habe ich gerade noch mal ein bisschen gestockt. Wenn ich nichts vorwegnehme. Wall of Bandages. Da war ich schon. Genau, wenn ich den jetzt mitnehmen würde, wäre ich tot. Ja. Ja. Könnte ich mir auch schon wieder gut vorstellen, dass ich das vergesse. Ach ja, ich habe ja das Trinket dabei, was mir also was Truhen in rote Truhen verwandelt. Ob das nun gut oder schlecht ist, das kann jeder selber selber beurteilen. Manchmal ist es gut, manchmal schlecht. Man kann natürlich immer wieder in den Level, die rein teleportiert werden. Oh. Echt, Vaginas hätte ich jetzt nicht hier erwartet. Wenn ich das so ausspreche, hört es sich halt falsch angehört. Da sind zwei Trollbomben drin. Hier ist tatsächlich ein Teleport. A Book of Belial wäre auch nicht schlecht. Nein, er ist gerade dann wieder groß geworden, als ich da auf ihn drauf gelaufen bin. Ah, ist das bitter. Das ist... Ich würde aber auch gerne den... egal. Nehmen wir mal nichts mit. Hm. Oh, nee. Echt jetzt? So, oh, das ist ein ekelhafter Raum. Ah, es bringt. Ich dachte, es wäre doch. Ich würde damit auch gleich die töten, die da raus spawnen. Insgesamt bringt mir das dann doch nicht viel, so viel. Wenn ich die hier klein mache. Oh. Was ich vielleicht auch noch brauche, ist Range Up. Dringend. Sehe ich gerade so nebenbei. Ich hätte das benutzen können und alle Totenköpfe kaputt hauen können. Ich wäre da in dem Totenkopf noch ein schwarzes Herz drin gewesen oder irgendwie eine coole Karte. Ach ja, die kriegen ja auch Damage von den roten Kackhaufen. Natürlich nicht so gut. Ich habe auch echt, es ist auch echt lange her, dass ich mal ein vernünftiges Damage-Item bekommen habe. Dafür beim letzten Mal ganz schön viele, beziehungsweise auch sowas wie den dieses Auge, was einen dann so einen Riesenschuss gibt und sowas. Wo man dann so einen Riesenschuss hat. Aber jetzt. Das fehlt jetzt noch ein bisschen.
Und wieder solche Bosse hier. Bosse, Gegner. Hier so lange dauern, wenn man nicht stark genug. Im Endeffekt dauern alle so lange, zu lange. Burning Blast, Hot Bombs. Machen unsere Bomben auf Feuer Damage. Beziehungsweise lassen so eine. Eine Feuer. Eine Flamme zurück. Ah, ich hab nicht mehr an die Spur gedacht. Scheiße. Ah. So, wie besiege ich jetzt den da drin? Kann ich den irgendwie besiegen, ohne dass ich jetzt hier durch raus. Wenn wir jetzt Glück haben, dass die in die Flammen reingehen. Genau. Bekommen von den Flammen kein Damage, aber die. Dann habe ich hier noch eine Death-Karte. Die ist natürlich mal gut. Warum ich hier reingehe, weiß ich nicht genau. Hat das Item einfach auf. Ich kann mit dem Geld eh nichts mehr anfangen ab der nächsten Ebene, glaube ich. Und das ist. Also mir sofort einsetzen, aber ich warte mal noch. Ich glaube, der Boss dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Hey, mach auf! Schubst ich dich halt. Dann machst du so besser lieber auf. Waffensäge. Hallo Monstro. Monstro 2, sorry, ich habe den Namen falsch ausgesprochen vor allem. So 2 kann noch ein Laser machen. Aber wir machen guten Gift Damage. Gut, dass wir so, dass wir 3 Fliegen als Orbitals als Schutz haben. Diese 2 Fliegen und den Ball of Bandages. Da ich trotzdem noch häufig genug getroffen, aber es ist schon mal ein bisschen was an, also ist angenehmer so. Ah, dass ich das nochmal bekomme. All Stats Up. Mushroom. Nice. Das ist natürlich nicht, jetzt habe ich nicht so viel Damage, wie da steht, weil ich habe den Nagel gerade eingesetzt. Aber 7,35 Damage. Ach, das ist doch mal was. Vor allem All-Stats Up heißt ja auch, ich habe mehr Ranges, ich habe mehr so Tiers, mehr schnellere Tiers-Geschwindigkeit. Ich bin ein bisschen schneller. Das habe ich jetzt gebraucht. Hier muss ich gerade schon wieder daran denken, wie werde ich diesen Raum überleben sollen, den hier mit den Dingern, wenn ich wie gerade mit wem war das nochmal, schon wieder vergessen, mit Isaac, wo ich da so schnell war wie eine Schnecke. Ich wollte gerade sagen, so schnell wie eine Spinne, aber das wäre schon fast wieder eine zu positiv. Ach, der teilt sich nochmal auf in 2. Oh, das ist ja nett.
Das ist richtig cool. Alter. Geht doch. Was haben wir da im Challenge-Raum? Zwei rote Kisten. Ja. Ja, die Energie macht mich noch ein bisschen größer. Ich habe gerade die Bomben, die er hier gespawnt hat, nicht mehr gesehen. Die Bomben fliegen, weil die verkleinert wurden. Natürlich auch ein kleines Risiko. Und durch den Pilz, den ich eingesammelt habe, bin ich auch größer geworden, was ein bisschen nervig ist, finde ich. Aber man will sich auch nicht die ganze Zeit beschweren. So, du hast auch einen Laser. Ein Brimstone, aber ich glaube, du schießt nur nach unten. Ich hoffe, du schießt nur nach unten. Machst es dunkel und dann chargest du wieder zweimal. Wieso hat er so viel Damage bekommen? Gera ist gut. Sage ich jetzt einfach mal so. Wo kriege ich denn euch jetzt schon? Ihr seid eigentlich erst in der Satan-Ebene zu finden. Fuck. Bleibt in euren Räumen. Vernünftig in euren Räumen. Ja, keine Ahnung, warum ich hier jetzt reingeguckt habe. Wenn den nochmal sprengen für vielleicht ein paar Münzen. Dann gespendet. Wow, zwei konnte ich. Ich bin heute mal wieder richtig großzügig. Man will ja spenden und dann sowas, ne? Nee, nee, nee. Das muss ich den Nail. Oh oh. Auch diese Bomben sollte ich, wenn sie klein sind, nicht versuchen, kaputt zu treten. Es ist nur so eine Vermutung, dass ich dann in die Luft fliege. Ach je. So, Doppelmonstroi. Ihr seid nicht gerade stark, aber ihr seid sehr ausdauernd. Wobei da auch da gibt es nervigere. Wechsel tatsächlich mal Faded Polaroid. Weil ich auch nicht mehr unbedingt nur rote Truhen haben möchte. Ja. Nicht ganz simpel. Die sind am Gift gestorben, okay. Das ist ein Scheißraum. Im wahrsten Sinne. Weil das ist alles nur Scheiße. Oh, oh, oh. Ach, ihr. Heißt, ich dachte, ihr seid zwei Bosse. Und nicht zwei so eine Viecher, die sich. Also, ich dachte, ihr seid andere. Ich hab vergessen, dass ihr euch nicht aufteilt, sondern dann einfach. Also, dass ihr euch aufteilt und nicht einfach. So kaputt sein. Ich dachte, ich mache was richtig Kluges, indem ich dann über die, wenn sie klein sind, über die einfach umlaufe. Ja. Man hat gesehen, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, das ist auch einer der wirklich der. Also obwohl wir gar nicht so schwach sind und alles, ist das glaube ich eine der langsamsten Runs hier. Ach so, bitte nichts Schlechtes. Brusthead?
Geil, ich bin. Ah, ich bin jetzt immun gegen. Ich bin jetzt ähnlich wie dieses. Das Vieh, was ich auf dem Kopf habe. Ich bin immun gegen Explosionsdamage. Ah, das ist nice. Das ist richtig nice. Habe ich aber nochmal Glück gehabt. Ja, das war ja ein bisschen. Hätte auch schief gehen können, sagen wir mal so. Au. Okay, wenn ich jetzt hier noch keine Ahnung, wie viele Räume clearen muss, dann. Ach so, dieses Faded Polaroid, was ich habe, macht mich kurze Zeit immer wieder unsichtbar. Dann ist der Gegner verwirrt. Bei nichts anzugreifen. Und so und. Also, der Raum ist mein Untergang. Da ich fast alle Räume durch habe, das war wieder ein bisschen bescheuert, die Batterien zu verbrauchen. Und das ist gegen Mom. Wobei, ich glaube, sie kann mir von oben gar nichts machen. Nee. Zählt ja auch als Explosionsdamage. Ja. Nur der Rest kann mich hier so extrem nerven. Nur dass sie so gar nicht mehr auf mich drauf tritt, ist natürlich dann auch nicht so toll. Weil ich würde ja gerne nochmal Damage auf ihr machen und nicht nur auf die Ads, die sie hier spawnt. Da habe ich jetzt Damage bekommen, weil sie mich mit ihrem Fuß in den Gegner reingeschubst hat. Das ist auch eine interessante Art. Ja, konnte ich kurz mein Ball of Bandages in den Fuß reinhalten. Gefühl, der macht mehr Damage als ich im Endeffekt. Aber hey. Was gibt's hier? Zeremonie Ropes. Rope. Nochmal mehr Damage und ein bisschen anderen Stuff. Ich glaube noch ein schwarzes Herz oder so. Send up. Was denn nice. Also das heißt. Oh, Vaginas, die im Kreuz Laser schießen. Passen aufpassen. Kurz in den nächsten Raum. So tun, dass mein Auto wäre. Nein, wir haben auch schon wieder halt durch die Robe auch ein bisschen mehr Damage bekommen. Nicht viel, aber es wird. Auf der Kacke liegt. Oh, das ist auch fantastisch. Ich müsste eigentlich schon längst tot sein, wenn ich jetzt am Anfang die Halo Flies heißen sie, glaube ich. Trinket das Item, was mir zwei Fliegen als Orbitals mitgegeben hat. Zum Abwehren von Schüssen und
Die Pretty Fly habe ich auch vorher noch bekommen und zwischendurch auch das Ball of Bandages. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich längst tot. Aber ich verlasse mich auch ganz schön auf die. Beziehungsweise spiel so offensiv, dass ich ja, dass ich häufiger, also so, dass ich häufiger getroffen werde. In der Hoffnung. Ja. Das ist in der Hoffnung, aber so mit dem Hintergedanken, ja, ich kann ja locker getroffen werden. Oh, Pretty Fly. Na gut, noch eine Pretty Fly bringt nichts. Hier irgendwo ein Kreuz. Wo dieses Faded Polaroid, oder wie das heißt, ich weiß nicht mehr genau. Ja, es ist jetzt wirklich interessant, dass es einen so für manche, für die Gegner unsichtbar macht und die dann so total verwirrt sind. Bloß nicht bewegen. Ach du Scheiße, und die ersten vier hier waren irgendwelche Dinger, die auch hätten Damage machen können. Also in dem Sinne, dass sie wenn sie irgendwie auf einen also wenn sie einen sehen, dass sie danach schlagen. Okay. Der Rom hat mir echt eine kurze Zeit ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Gut, dass der wieder weg ist. Nein, ich bin nicht mehr zu sehen. Panik. Glaube ich, einer der langsamsten Runs seit langem mal wieder. Ich habe früher das unterschiedlich gehabt, gehandhabt. Ich habe also, hab tatsächlich mir häufig auch die ganzen Ebenen immer gerne angeschaut. Dadurch waren auch manche Runs wirklich über eine Stunde. Vor allem dann auch später. Aber auch immer dann, irgendwann ist mir, sagen, wollte ich ja immer, beziehungsweise musste ich ja immer gut was erreichen, weil ich immer, je weiter man kommt, muss man ja gewisse Items, will man sich freischalten. Das ist auch einfacher, wenn man noch ein Zusatz-Item aus dem, oder zwei Zusatz-Items aus dem Boss Rush dann bekommen. Und ja, deswegen hat man dann so gespielt. So aggressiv, beziehungsweise so schnell sind, dann hat man manchmal einfach viele Sachen dann übersehen. Beziehungsweise ist dann den Trade eingegangen, dass man nicht alles aus der Ebene 100% mitnehmen kann. Ja. Weil man einfach so schnell war. Aber am Anfang war tatsächlich häufiger mal so der Fall. Zumindest bei mir, wie ich auch manchmal die Ebenen einfach angeguckt habe, was da so los ist. Das hat sich dann einfach später ein bisschen geändert, weil man sich vom Spielstil auch anpassen musste. Ich meine, mal abgesehen davon, wie lange wir dieses das Spiel hier im Stream noch spielen werden. Jetzt gerade habe ich jetzt wieder, habe ich ja wieder richtig Bock. Kann sich aber auch in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen ändern. Aber auch hier wird man, werde ich häufiger auch Runs haben, wo ich auch wirklich sehr, oh Gott, ich habe vergessen, dass der das kann, sehr stark in die Richtung gehen muss, dass ich, wenn ich was erreichen will, muss ich sehr viel, ist das neu, dass der das kann, muss ich sehr häufig, Runs neu starten, wenn im ersten Itemraum nur Scheiße drin ist und sowas. Das wird schon, doch schon ein bisschen anders. Aber bis wir da sind, das dauert eh noch lange. So, das eine ist, dass wir einen Kollegen dazu bekommen. Ach, Lil Harbinger. Gar nicht so schlecht, glaube ich. Die Frage, soll ich so weitermachen oder nehme ich das Pferd mit?
Weil damit hätte ich ja immer noch den Charge. Ich kann einerseits fliegen. Die Demon-Form, den Damage mehr und. Wobei die Strähne von der Strahl von oben hätte, glaube ich, schon richtig gut Damage gemacht. Darf ich nicht unterschätzen. Habe ich unterschätzt. Ist jetzt zu spät. Ach, da oben. Er ist so klein geworden, dass ich ihn nicht gesehen habe. Tatsache, Alter. Alter, hat, Digga. Da kommt wieder die Jugendsprache aus mir heraus. Und bei Alter sage ich tatsächlich immer noch sehr häufig, selber sehr häufig. Aber andere Sachen versuche ich doch nicht zu sagen, beziehungsweise warum sollte ich das machen? Aber egal. Oh. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich mit dem anfangen soll. Haben wir gerade sicher. Gibt zwei Augen, die so ähnlich sind. Eine muss man töten und die anderen muss man die Ads im Raum töten. Und ich war mir gerade tatsächlich unsicher, was das für Augen waren. Waren das nicht alle? Ah, nee. Alter. Gar nicht so einfach mit den Little Harbinger, mit den Reitern zu spielen, weil die lassen auch manchmal so einfach so Tränen oder so eine Spuren hinter sich. Und dann ist es gar nicht so einfach zu erkennen, ob das eine freundliche oder eine nicht freundliche Träne ist. Sozusagen. Spur meine ich. Da bin ich auch gerade wieder in eine reingelaufen. Ich werde tatsächlich die Dings mitnehmen gleich. Aber erst nach dem Raum, in dem ich eventuell hoffentlich nicht sterben werde. So, dann gehe ich zurück. Setze Jera ein, nimm noch das mit. Das hat sich aufgeladen. Und hier ist Pin. Ich wollte gerade sagen, wenn ich nichts höre, müsste hier Pin drin sein eigentlich. Oder einer seiner Kollegen halt unterirdisch ein angreifen. Bin natürlich wieder den falschen Weg gegangen. Ganz klar. Ihr sind aber nur Herzen, oder? Ja. Normalerweise gehören die Herzen dann irgendwelchen Masken. Das ist dann natürlich in dem kleinen Raum oder engen Raum eher noch ein bisschen problematisch gewesen. Da es nicht der Fall ist. Alter, dieses. Explodieren die Fliegen? Moment mal, kann ich jetzt nachgucken, was die einzelnen Dinger so machen? Also wahrscheinlich. Oh nee, da steht es nicht weiter, da steht nur alle 10 Sekunden der Harbinger, oder wie die heißen, wechselt. Der hat also abhängig davon, von was die Originale machen, hatte er auch halt so seine Fähigkeiten. Da kommt der Mom runter. Hallo Mom. Moms Hand. Auch schon wieder der falsche Raum. Da oben ist jemand mit Krone. Was bedeutest du nochmal?
Du hast keine Krone mehr. Jetzt hast du wieder eine Krone. Behalte mal noch meine Nagelaufladung. Für Double Loki. Ja, zwei Hälften Loki. Aber die Fliegen, die die Harbinger spawnen, sind natürlich nice. Ja, die Reiter. Was macht denn die vier? Oha! Was macht nochmal die vier? Der Würfel Binding. Nicht Dice Rim, Dice Room. Die Nummer 4. Revolves any item bedestined on the floor. Ach, on the floor. Okay. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wird im Endeffekt nicht viel machen. Also. Doch jetzt eh gegen Marm kämpfen muss. Achso, ich kann tatsächlich noch mal hier, zack. Und den Schlüssel nehme ich mal deswegen auch noch mit. Wäre es nicht so wichtig, aber hallo It Lives. So. Wir hatten ja schon heute schon einmal oder zweimal das Vergnügen. Gucken wir mal, wie du so abgehst. You unlock glass, baby. Okay. Ich wusste nicht, dass ich mit Kane ein Glass Baby freischalte. Oh, der ist gut. Damage und Tears up. Den muss ich mir nehmen. Ich immer noch irgendwie das Polaroid freischalten will, denke ich mal, dass es immer noch gut ist, dann Isaac immer noch weiter zu besiegen. Einfach mal mit verschiedenen Charakteren. Irgendwann wird schon der richtige Charakter dabei sein. Macht der dieses Angriff? Ja, ich kenne dich als eigentlich, dass der mehr springt. Macht er das jetzt alles auf eine andere Art und Weise, weil er eine andere Farbe, also weil er einen Champion, also ja, eine andere Farbe hat als normal. Deswegen auch gleich ein anderes Angriffsmuster. War das so? So normal? Ha. Ist mir eigentlich immer wenn der, wenn Death dabei ist, dann explodiert mir hier zu viel. Death oder War? Die beiden müssen sie immer so übertreiben. Ja, da war der War wieder und dann brennt hier einfach immer alles gleich. Ein sehr netter Typ. Ja, dann explodiert immer zu viel. Aber ich habe genug Bomben. Außerdem scheinen die Bomben von dem Harbinger, von den Reitern, auch den Effekt von meinen Bomben zu haben. Deswegen brennt das dann noch immer. The Stars. Kann ich im nächsten Raum einsetzen? Moment. Ach nee, das teleportiert mich jetzt random. Ah, ich hab The Stars mit The Sun verwechselt. Ups. The Stars macht auch. Das macht au. teleportiert einen direkt zum Itemraum. Wenn kein Itemraum da ist, wird man random teleportiert. Das habe ich jetzt mal so, so grob vergessen.
Beziehungsweise, wie schon gesagt, verwechselt. Dass das nicht das Sun ist. Hätte hier mein Stein schon längst einsetzen können. Warum ich da so besteuert durchgelaufen bin, weiß ich auch nicht. Aber... Ah, oh Gott. Ein toller Raum hier. Ja, das war schon wieder der hier. Keine Ahnung, was der macht. Ich sehe es ja nicht mehr richtig. Was von ihm explodiert? Die. Nee. Oder die fliegen? Macht. Ich verstehe. Ach, Moment, Explosionsdamage. Macht mir gar kein Damage. Ach ja, ich habe ja diesen Head. Ja gut, da muss ich mich ja nicht, da muss ich mich ja nicht nochmal vor den vor War in Acht nehmen. Stimmt, na gut, dann lasse ich mir. Ja, dann lasse ich es einfach. Dann sind das nur Explosionen. Der Durchgang geht so lange, dass ich schon gedacht habe, dass ich schon vergessen habe, welche Items ich irgendwann mal aufgesammelt habe. Wobei dieser Hut gar nicht so lange her ist, aber dadurch, dass ich diese Robe angezogen habe, sehe ich den Hut nicht mehr. Isaac. Na, wir haben schon ein Drittel. Ah, jetzt kommen hier seine kleinen scheiß Babys hier. Ja, aber den dürfen wir haben. Auch. Sage ich schon, kriegt sofort einer auf die Fresse. Yes. Ich weiß, dass die Ebene, die da gleich kommt, dass sie existiert. Ich habe sie noch nie gespielt. Ich habe das nur bei anderen Let's Playern gesehen. Oh je. Wenn es ist, das ist, was ich denke, was es ist. Traue ich mir das zu mit nur 12 Damage? Na gut, der Isaac Kill wird mir trotzdem angerechnet, wenn ich mich nicht irre. Ja, wird er jetzt schon. Ja, ich zeige euch was. The Coinbag has appeared in the basement. Eine neue Challenge. Wir sind im Void. Ja, ich habe keine Ahnung, was hier nicht direkt nochmal ab. Geht, wir müssen jetzt den Endboss sozusagen suchen. Das wird natürlich auch nicht einfacher. Gegen unterschiedliche Items. Hier kriege ich schon wieder, das ist das Item, was einem langsam macht und HP gibt. Ich lasse das mal noch liegen, bevor es mir wieder den Run zerstört wie beim letzten Mal. Was schreibst du? Schatten, zeig uns was, und im gleichen Moment bekomme ich Curse of Darkness, wo man so gut wie, also wo man so wirklich wenig sieht. Passt gut zusammen. Und gegen, ich weiß nicht mehr, was, ich weiß auch nicht mehr, um ehrlich zu sein, was der Boss hier drauf hat. Oh, Brimstone Geister.
So, dann gucken wir mal. Ist das der Boss? Mr. Fred? Nein. Mr. Fred. Du bist eindeutig nicht der Boss. Habe ich genug Rage? Nee, habe ich nicht. Wenn der anfängt, hier in der Gegend rumzukotzen, muss ich weg von ihm. Ah, hier kriege ich noch ein paar Items. Bombo, ja gut. Bombo ist jetzt nicht unbedingt. Deswegen werde ich jetzt nicht fertig kriegen. Ich glaube nicht, dass ich so viel zusammenbekomme. So, ich mache mal kurz Essen fertig und gucke dabei zu. Ja. Na dann. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Eine Ebene voller Bosse, wo man noch mal auch all in sämtliche, ja, wie soll man sagen, auf sämtliche Etagen geht. Oh. Immer auf der Suche nach Bossen. Es sind mehrere Bosstüren, da kann der Endboss im Endeffekt drin sein oder ein ganz normaler Boss. Die scheinbar auch wohl jedes Mal Items fallen lassen, was nicht schlecht ist. Das ist ein sehr langsamer Boss-Rush, wenn man es falsch macht. Ich hab da oben übersehen, dass da eine. Na gut, wer erwartet uns hier? Boah, okay. Aber du bist hier ein bisschen. Ah ne, ich kann die Karte hier ein bisschen kleiner machen. Stimmt. Also, nicht kleiner, größer. Angenehmer. Dann kriege ich von dir vielleicht einen Cube of Me. Cricket's Head. Damage up. Oh, nice. Wusste nicht, dass man hier doch noch sogar so gute Items bekommt. Nice. Nee, ich möchte heute nicht spenden. Sorry. Ich habe aber gehofft. Genau, dass mein Kollege hier nochmal ein bisschen. Ja, jetzt ist er groß. Wer ist groß? Du bist groß. Ja, Bumbo oder wie auch immer du heißt. Du hast jetzt dein eigenes Spiel. Oh nein, nicht die Vaginas. nee, ich möchte nicht. Nein, 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 ich, das schmeiße ich gleich weg. Ich will nicht größer werden. Die Größe reicht mir jetzt schon. Ah, hier ist kein Boss. Es gibt ja so Sackgassen. Ich verstehe. Ist im Übrigen total random, wann man dieses Portal nach hierher bekommt, in The Void. Kann man, soweit ich weiß, also bei den sämtlichen Endbossen, bei Satan, nach Mom bekommen, nach The Womp, nach Isaac oder auch noch später. Oder früher geht es sogar auch. Alles sehr, sehr random. Jetzt fehlt mir aber so langsam, also waren hier genug Bosse, also genug Freiräume. Ich will mal wieder einen Boss bekämpfen. Weil ich gerade ein bisschen aufgeregt bin, jetzt soll ich tatsächlich den Endboss, den richtigen Boss mal wischen. Ja, könnt ihr wirklich das nicht mal mich irgendwie fertig machen? Haben wir hier was drin, was ich brauche? Ach ja, na, ich darf die nicht aufsammeln. Er will die haben. Ups.
Okay, hier ist auch eine Sackgasse. Hier geht es noch weiter. Jetzt kommt ihr hier nur noch an. Ah, mal wieder nach längerer Zeit ein Boss. Okay. Was? Blue Baby sollte hier aber... Ach, das ist... Du machst hier noch gar keine... Oder können hier... Kann auch Isaac und Blue Baby hier sein? Blue Baby bekommt man eigentlich erst in der Chest zu spüren, wenn man... Also nach der Ebene, nach der Kathedrale. Also nach Isaac. Gegen den wollte ich schon immer kämpfen. Und das versuche ich ja gerade auch freizuschalten. Man kommt zu dem nur, wenn man das Polaroid hat. Das Polaroid bekommt man angeblich dann... Angeblich... Nur, wenn man häufig genug Isaac tötet. Und wenn man mit dem Polaroid in der Kathedrale ist, am Ende... Kann man dann in... Wenn man dann in die Kiste reingeht, kommt man dann in die Chest. Da hat nochmal eine ganz coole Ebene. In der man unter anderem das Blue Baby erledigen muss. Speed und Shot Speed up. Ich hab noch genug. Also ich bin jetzt auch schnell genug, dass ich immer so kurz das rote Herz holen kann, was blau ist. Was ist das? The World? Auch nicht schlecht. Nach der haben wir noch 1, 2, 3, 4 Bosse. Und einer von denen ist dann wirklich der wahre Boss. Um den zu bekämpfen, hätte ich jetzt gerne eine Batterie eigentlich. Könnt ihr eine Batterie bitte fallen lassen? Keine Batterie. Ich kriege hier noch eine raus. Das ist eine Trollbombe. Naja, gucken wir mal. Man muss es halt ohne Batterie. Brownie! Hi! Du hüpfende Kacke. Mit sehr viel Mais-Intus. Black Candle ist natürlich nice. Damit sind jetzt alle Flüche weg. Boah. Ist ja, das tut ja gleich in den Augen weh, wenn man hier wieder einigermaßen was sieht. Oder besser was sieht. Mache ich noch einfach einen Raum, damit ich das Item, damit ich den Nagel aufgeladen habe. Auch wenn es nicht so, also das ein minimales Damage up ist, aber das wäre immerhin angenehmer. Ja. Dann verarscht mich das Spiel, aber indem ich dann auch noch eine Batterie hergedroppt bekomme. Aber gut, wenn das nicht der Endboss sein sollte, kann ich mir den dann nochmal mitnehmen für den nächsten Boss. Beziehungsweise kann die dann auch hier einsetzen. Ich glaube, ich sollte weniger beziehungsweise sagen. The Cage. Ach, Double auch noch. Ah, durch Gimpy oder wie Gimpy, wie meine Maske da heißt. Meine Sadomaso-Maske habe ich auch noch ein rotblaues Herz bekommen. Aber. Heißt, die Suche geht weiter. Noch zwei potenzielle Boss-Türen. Okay, davon, also einem davon muss der Boss ja sein. Daher. Ach, da war auch noch eine Batterie. Hab ich die total übersehen? Auf Diamonds, ganz wichtig jetzt. Jetzt nochmal 99 Münzen zu haben. Ach ja, wenn es. Ja, ich habe das war Explosionsdamage, deswegen habe ich keinen Damage bekommen. Stimmt denn die?
Nichts. Ist nur rote Kacke, das, was einem gefährlich werden kann. Ach, ihr. Ihr seid hier. Oben, unten, oben, unten, oben, unten. Oben. Nochmal kurz strecken. So. Endless Horseman, du bist nicht das, was ich suche. Du bist auch tot. Du bist auch einer der Reiter, aber hast keine Chance gegen deine Kollegen. Jetzt habe ich Bomben, die Feuer und Tränen gleich. Also Feuer machen und Tränen schießen. So eine Mischung. Dann müsstest du das doch jetzt hören. Delirium. Hallo. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf, weil du ungefähr die gleichen Fähigkeiten hast wie sämtliche Bosse. Aber auch noch dein eigenes Muster. Genau. Ach, teleportieren kannst du dich auch noch. Hä? Was für ein Boss bist du denn jetzt? Ach, Luki. Ach, Mom kannst du auch werden. Hast du dir aber auch gerade auch die bescheuersten Bosse ausgesucht, Delirium? Ich glaube, Delirium hat auch so einen Damage-Reduzierer. Damit man halt damit es immer noch eine Herausforderung bleibt. Jetzt bist du wieder dieser Kackhaufen. Bist du Larry Junior? Bist du die Double-Hälfte von... Ah, Mann. Stressig. Hallo, Isaac. Ja, bringt Mom nicht viel, mir auf den Kopf zu treten. Davon kriege ich kein Damage. Auch nicht von den Bomben hier. Okay. Wir haben rausgefunden, wovon ich Damage bekomme. Ja, genau, du verwandelst dich auch noch in Mums Heart. Oder It Lives. Genau. Nein. Ja, genau, genau. Verwandle dich noch in einen heftigeren Engel. Das war ein Scherz, das war ein Scherz. Das war ein ja. Dann teleportiere dich noch in mein Gesicht. Verstehe, verstehe. Ich verstehe ab und zu einfach nicht, wo der ist. Jetzt ist er in meinem Gesicht. Okay. Hallo, Mom. What the fuck? Wenn ich Glück habe, lässt einer der kleinen Viecher irgendwas fallen. Ich habe kein Glück. Ah, dieser Attacke ist fies. Ich glaube im Übrigen, dass der Chat gerade kaputt ist.
Da lädt der denn bei mir zumindest die ganze Zeit. Ah, spawn doch nicht in meinem Gesicht. Ich hab dich gleich. Außer du hast noch eine Phase, oder? Alter. Ja, ich hab's verstanden. Ich habe tatsächlich eine Freischaltung auf hier schon meine Errungenschaft. Silberdollar, okay. Puh. Alter. Wer war hier nochmal komplizierter? Oder nicht komplizierter, nerviger. Das Ending ist neu. Wer läuft denn da weg? Das ist nicht Mom gewesen. Okay. Delirius has appeared in the basement und Little Delirium. Der Vater sah ein bisschen anders aus. Der da gerade auf dem Bild war, sah eher nach Afro aus, fand ich. Aber gut. Kann ja auch so sein. Ah, so sieht es aus, wenn man. Da sieht das links oben, dann ist das so zerknittert, das Papier, wenn man Delirium erledigt. Mhm. Zwei weitere Items, tatsächlich Delirium und Little Delirium. Freigeschaltet. So nun Keeper, nee, ich werde jetzt tatsächlich ausmachen, weil ich jetzt auch schon 3,5 Stunden gestreamt habe. Und, genau. Danke fürs Einschalten, fürs Zugucken. Ja, dann mal gucken, weil ich das nächste Mal streame, vielleicht morgen, mal sehen. Auf jeden Fall, bis dahin, schönen Abend noch, ciao, ciao.